Aber nicht, dass du dann berühmt wirst und ne, hebst voll ab und so. Greyfang, Greyfang, Geschütz runter. Ja, ich versuche das ja gerade auch. Also im Event-Channel findet ihr einen Link. Mal gucken. Das Geschütz ist nur immer oben, Gaspar. Versuch mal auf der Beifahrerseite, was zu machen. Du hast alle Interieurs aufgemacht, mach mal die Türen zu. Mach mal auf der Beifahrerseite. Okay. Ist das auch jetzt? Ihr könnt nicht mal auf der Beifahrerseite das Tool bewegen oder sonst was damit machen. Brauchen wir irgendwas Spezielles noch, Gaspar? Ja, es geht darum, einfach jetzt möglichst Bodenfahrzeuge von Delamar halt nach Jela zu fliegen und vor Ort gibt es dann gleich weitere Instruktionen. Also. Ja, ich meine, brauche ich Waffen, Rüstung, irgendwas? Nö. Es geht nicht, Gaspar. Scheiß Drecksteil. Obwohl doch, weißt du, Mann, du brauchst diesen komischen Outlaw-Umhang mit irgendeinem komischen Helm und dann darfst du aber nichts weiteres haben. Darunter darf nur der Flight-Suit sein. Ach so. Das ist ja auch schon, wie wenn ihr frisch aus der Sauna kommt. Jetzt ist es eingefahren, Alter. Also hast du die Energie rausgegeben, gell? Also Stream ist auf jeden Fall an, Jungs. Danke. Digi. Achso, ja. Ich chill hier auf dem zufälligen Lassel. Ich hab sogar genannt, Levski Police Story, den Stream. Es geht sogar rein. Was sagst du? Soul, was war das jetzt gerade? Ich hab den nicht verstanden. Ob du kurz zufällig einen Link dabei hast? Ich habe ihn ins Ding reingehaut, in In-Game-Event habe ich ihn reingeschossen. So, ah, ja. Und ich teile dich jetzt in der Gruppe. Also hast du ja, ich fällt doch hoffentlich ein paar Zuschauer mehr. Noch. Aktuell habe ich noch 0 Zuschauer. Also. Ja, warte, ich läuft. Ich nenne es einfach mal Ausflug mit der Korb, Logistik pur. Genau. Anfängerabend, nennen sie so. Nein, das wollen wir nicht raushängen lassen, wir sind ja schon Profi. Los, Gospo, pack's rein. Guck mal, das ist so tief reingepackt hier. So, passt doch die hier rein, die ich jetzt gerade fahre, oder? Ja, sicher. Alles. Cool, volle Kanne, gib Gas. Greyfang, gib Gas. Oh, Banzai! Voll gegen Gelände. Los, komm! Komm, oh Gott. Das America! Das Geschütz ist mal nach draußen. Das ist egal. Ja, ich krieg das aber irgendwie nicht eingefahren. Was soll denn das? Ich geh da zurück und nochmal mit Vollgas reinfahren. Ja, mach ich. Ich hab's nicht mit Vollgas, ich bin ganz vorsichtig eingefahren, aber. Wir haben keine Vaseline, also Vollgas reinfahren. Also, Gospel ist vorsichtig reingegleitet. Ich finde das super gut geparkt. Dankeschön. Ah, komm. Schieb an. Schieb an. Ah. Mehr Anlauf. Ja, wo ist der ADAC, wenn man ihn braucht? Der ist auf der Erde, wir müssen eine Zeit lang warten, bis er wieder da ist. So, ich habe einen Zuschauer. Okay. Wir müssen erstmal ein Raumschiff von der NASA mieten. Mit Anlauf! Und. Ja! Yeah. Hey, du warst mit drin, Alter! Mann! Sag mal. Hat jemand doch ein Bike? Ja, hier, ich komme mal mit meinem anderen Bike, das habe ich nur draußen gepackt. Ja, schieb ihn mal an. Ja, mit der Dragonfly, die geht dann hoch, damit kannst du nicht ran. Soll die soll ich Cycler mit noch nehmen? Oder irgendein anderes Bike auch noch? Ja, wo ist denn die Grey Cat? Hier fehlt noch auf jeden Fall eine Grey Cat. Du, Gospel, soll ich aussteigen und du fährst das Ding rein? Ich kann's versuchen, ja. Weil ich hab ja offenbar kein Glück hier. Oh, pass auf! Oh. Ja. das ist alles. Oh Gott. Einmal anhalten, ich versuch's mal. Ja, okay. Ich gehe hier auf den Beifahrersitz, ne? Okay. Ich mach mal die Tür zu, dann passt er mal. Warte mal kurz. Gospo, Kumbaye, Gospo. Ich leuchte die Felgen, Gospo, Alter. Willkommen in Ghetto. okay, da sitzt er neben mir. Boah, ich bin total beeindruckt, wie du das professionell machst. Was? Alleine wie du durchs Dach eingestiegen bist. Hammer, so. Ja, wir sind weg da, Odin. Jawohl. Ich steh voll schief, ne? Ist mir gerade schief. Ich pimp die Starfarer, Alter, mit Spinnerfelgen und sowas. Bei den Tanks. Ja, das ist mein Hot, das Vollgas gesponnen. Das sieht da ziemlich viel Anlauf aus.
schon. Ja, so weit war ich auch schon mal gestern. Ist jemand. Hat irgendjemand Fahrzeug. Also, seid ihr schon alle drin in der Starfarer? Mehr oder minder? Ah, ich muss mir den Captain Platz sichern. Lauf, lauf. Lauf, Schlampe, lauf. Komm schon, Leo. Du schaffst das. War ja klar, dass der Spruch kommt. Sonst hätte ich den gebracht. Ich schieb dich an, Gospa. Ich bin in der... Ich bin in Rover drin. Ich bin gerade traumatisiert. Sekunde. Energie. Treibt sich der Weißbärmann eigentlich rum? Wie gesagt, ich bin noch auf meiner Prospekte im Verse aufgewacht. Folgedessen komme ich jetzt gleich zu euch. Ja, geil, da kannst du mich abholen und mich drüber bringen zu meiner Grey Cat, wenn es geht. Bitte. Oh, wo bist du? Bitte. Ich bin bei der Starfarer. Bei der Big Lady. Mit den riesen Zitzen. Auf Olisa, oder wie? Ja, das ist nee, nicht die andere. Also, Landing Bay 7. Das ist wie Area 51. Das ist ein bisschen außerhalb. Ja, ich muss ja jetzt erstmal hinfliegen. Jo. Mach nichts, wir müssen ja auch noch ein bisschen parken hier. Boah, ich würde da gerne mal aussteigen, einfach mal gucken, was ihr unten macht. Aber das reicht mir schon, weil ich von außen. Ah, du bist im Remote-Ding gerade drin, ne? Ich? Ja, ich? Ja, nee, das Geschütz ist drinnen, das sehe ich. Das ist eingefahren. Das ist drinnen bei uns? Ja, das ist eingefahren. Stimmt. Außerdem hast du es bei mir mit dem Geschütz auch geschafft, da geht das nicht. Jetzt, ne? Nicht ganz. Klatschbobo, bist du da? Hey Klatschbobo, ich bin da unten. Es ist noch draußen, ja. Hey Klatschi, was geht? Was geht? Wenn ich jetzt Munition hätte, ich erstmal weggenutzt. Also wirklich Klatschbobo. Nach all dem, was wir zusammen durchgemacht haben. Das hätte so schön, ja, der Feuerball wäre es wert gewesen. Ja, warte mal, Gospel, vielleicht kannst du rückwärts reinfahren. Wem gehört die Constellation da? Bei Lesky steht. Ach ne, oben drüber ist. Ne, keine Ahnung. Bei Lesky? Oben drüber? Keine Ahnung. Okay, ist nicht unsere, verstanden. Mann, hat der Robert fetten Arsch. Was ist denn jetzt schon wieder los? Jetzt komme ich in mein Schiff nicht rein. Das ist nichts Neues heute Abend. Wisst ihr was? Ich komme mal zu euch, Leute. Ich krieg keinen News-Button nicht. Kennt ihr das? Das ist mein Schiff. Nee, jetzt nicht. Mein mehr. Fahrzeug. Und schon wieder. Du machst das, Gospel, du machst das besser als in der Fahrschule. Einfach. Ey, ohne Scheiß, der dauert, der braucht aber auch ey, wie der einschlägt. Wie minimal, oder? Aber wirklich. Oh, ey, ich gerade nicht angenehm, du. So Interesse halber, ist mein Rover eigentlich schon an Bord? Deswegen ja, gerade dabei. Rover. Ich hab. Drin. Ja. Was? Krass. Ja, ich hab. Genau. Wie viele sind in Rover drin? Zwei Rovers und zwei von den Dragonflies. Wollte schon sagen, wenn ich reinkriege, dann fliegt er einfach mit der Star Prairie in einem Meter Höhe hinterher. Dann tue ich einfach so, als wäre ich ein Fahrzeug. Brumm, 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 brumm. Das Tolle ist, dass die Jungs einfach die Eingänge. Ich mache Motorgeräusche. Soll die einfach gleich mit 100 Meter pro Sekunde rückwärts fliegen und du fährst einfach vorwärts rein? Es geht! Nein, es geht nicht. Da hängst du wieder am Torrent fest, ich sehe das schon. Ich glaube, ich mache mir gleich einen Spiegel rein. Spider? Spider? Ja. Spider? Ja. Draußen ist ein Ding, ein Dragonfly. Kannst du mir noch die nach Slavski bringen, damit ich mir eine Grey Cat holen kann? Geh weiter, geh herst, hol mal die Dragonfly. Ja, die Dragonfly ist ein gutes Ding, herst, jo. Da kommst du nicht weiter damit. Alter, ihr macht da erst in die Wörter, wo keine hingehören. Herst? Der Broadcaster hat angegeben, dass sich der Kanal an Erwachsene richtet. Ich schau's mir trotzdem an, haha. Ja, würde ich jetzt nicht machen. Alter, Leo, du bist echt der Gangster. Also, ich weiß. Aber ich hab jetzt auch mal unter dem Post kommentiert. Vorsicht, Leute, Leo ist unser Obergangster Nummer 1. Also aufpassen, was ihr zu ihm sagt. Ja. Leo ist gefährlicher. Ich hab ne Idee, lass doch mal ein bisschen Luft aus den Reifen. Ja! Ja, warte, ich helfe euch, Leute.
Der vordere auch noch. Ich wollte nicht anschließen. Scheiße, voll in die Fresse. So, Gospa hat keine Lust mehr, das steht auf. So. Gospelmann, warum hast du so viel Geld? Ich baue meinen, mein Freund. Ich möchte gerne... Also meine Nummer 1, also ich nicht okay? Ein reicher Zwerg ist das. Ich weiß nicht, was ja, ich nehmen soll. Ich glaube, ich nehme jetzt halt... Soll ich auf die Eclipse warten? Nicht. Oder seid ihr 18 noch? Hey, Gospa, bring mich nach Leski, bitte. Eine Zeit lang. Ingrid muss mich nach Leski bringen, bitte. Sollen wir versuchen, so einfach mit Klappe auf und gib ihm. Nee, ich bring nur die Craycat mit, keine Sorge. Dann stoßen wir das Ding rein, dann haben wir's. Soll ich irgendwas Spezielles bringen, Gospo? Negativ. Einfach nur Sachen, in denen ihr gerne fahrt und ab nach Jela. Oh, Gospo, wird Zeit, dass die Starlifter kommt. Grayfang. So ein Scheiß. Ja. Dann soll ich dich einschleusen. Du musst mich nach Leski bringen, Grayfang. Also treffen wir uns jetzt nochmal wieder 2020. Perry Hope, Eugs Ohrkatzel, ich grüße dich. Gute Perry ist im... Der Perry schaut uns zu. Radio, soll ich dich irgendwo hinbringen? Hallo, Perry. Ja, das ist super nah. Perry, kennt ihr jemand? Who the fuck is Perry? Hi, Perry. Servus, Olds Ohrkatzel. Ich finde das so anstrengend, wenn ich den Stream anhab und euch trotzdem im Discord höre. Ja. Hallo an alle. Ich hab den Stream gemutet. Gospo, ja. Du bist ja ein bisschen weit nach rechts. Du hakst da ein bisschen so fest, ne? Nimm mal dein Ding. Ich hab eine Idee. Ich hol die Greycat und stoße ich volle Kanne rein. Wie klingt das? Okay. Komm schon, Grey. Jetzt soll ich mitkommen. Okay, wir kommen heute noch los. Drauf da. Ja. Du fährst. Ich fahr, okay. Ja. Sonst müssen wir immer hin und da aufsteigen und das hat ja keinen Sinn. So. Egal, es müssen Opfer gebracht werden. Kampf die Beutel, hip ab. Okay, ist der Weißbier mal mittlerweile in der Nähe? Der Weißbier, der fliegt, glaube ich, gleich noch jeder. Okay, jetzt muss Gospa, du musst aber umschlagen nach rechts. Kommt da nicht rein, weil du sehr auf der Rampe bist. Jetzt nochmal, ich hab dich jetzt nicht verstanden, was hast du gesagt, T-Beutel? Ich hab nur einen Post darunter geschrieben, der Streamer stößt gleich zu uns. Achso, ja, das kannst du machen. Du kannst sagen, der hat sich gerade noch ein Weißbier geholt. Was hast du mit dem Ding vor, Gray? Gray Fang? Andersrum, einschlagen. Wow! Er ist eins mit dem Rover geworden. Yo. Wir werden dich niemals vergessen. Ja, perfekt. Das ist die ganze Zeit. Hey, Grayfang, noch ein Stück. Mach vor den Kratzer, meine Staffel. Das hat sie erledigt mit den Kratzern. Na. Die geht gleich hoch. Oh nein, ich möchte hier raus. Wo ist mein Exit? Das ist nicht. Das Bein hat auch schon ein bisschen Eier, dass es das richtig dran geht. Also der Rover wäre jetzt fast drin, aber jetzt stört die blöde Dragonfly. Ich hab ne Idee, ich geh zu Fuß. Das wäre was. Moment, hat sich gerade die Starfire bewegt? Warte kurz! Ich will nicht reden! Warte! Oh Mist, jetzt haben wir extra gewartet, bis der Radio draußen ist. Aha, deswegen hat er auch nicht gerührt. Ich glaube, wir verlieren irgendwas links. Weich? Das ist der Greyfang, der da rumpackt. Vorsicht, weg, Vorsicht. Sieht unbesonnen aus. Für uns alle. Das sieht aus, ey. Ich komm mal nicht hoch, ey. Gospa, soll ich noch nach Levski kommen? Jetzt bist du drunter, das ist gut. Nee, geh fliegt mal direkt nach Jela. No. Ah, meine Beine! Du hast meine Beine verkrüppelt! Ah. Kacke. So, okay, noch jetzt. Oh nein, oh mein Gott, ich falle. Drei Idioten! Ich dreh ab. Ich warte. Was hältst du oh denn? Oh mein Gott! Ich hab's noch nicht gesehen, aber ich denk einfach, ihr habt's nicht geschafft. Graving simuliert so, kommst du zweite, wir tragen heim. Guten Ich bin in Olisar wieder aufgewacht. Hallo! Oh Scheiße, sie kommt zurück, pass auf, sie kommt zurück! Was? Scheiße! Ich kann nicht mehr. Wir sind doch gut nach oben. Oh, und ich habe einen Crime Stat bekommen dafür, super. Zumindest. Oh, oh Mann, auf einmal hebt er ab und ich knall gegen den Boden. Ich bin wieder da.
Oh, oh toll, was hat das gebracht? Das war so ein spezielles Ziel bei uns auf jeder. Erster Volt. Zweiter, schau links. Links. So. Ich muss jetzt nach Levski fliegen, das hilft mir nicht. Jetzt. Besser wahrscheinlich, ja. Du, ich habe auch noch. Ich habe auch noch eine Star of Hera Gemini, die ich claimen kann. Das ist gut, dann claim die mal zur Vorsicht. Ich bin am Hintern hier fest. Hey, Radio, hilf mir mal, ich hänge hier fest und am Hintern. Ah, jetzt geht's. Ich versuch's. Wie bist du da reingekommen? Ich bin von rechts gegangen, da drüben hat man Platz. Das ist eine super Idee. Verflucht. Boah, ich hab ihn endlich raus wieder. Ja. Wer ist gerade so, zumindest nach. Was ist jetzt Phase? Wer ist tot? Wer ist zerquetscht? Wer ist wo? Graving ist tot. Ich brauch noch einen Ride nach Levski, wenn einer mich mitnehmen könnte. Warum steht jetzt wie ein Ursa-Rover unter den Sitzen? Und der hat geklemmt. Ah, der Gosper hängt wieder fest. Warte. Naja, warte. Besser? Hey, der hey Green, du kannst mich doch mitnehmen. Was hängt da unter mir fest jetzt? Ah ja, jetzt machen wir wieder, warte. Und wieder hoch. Noch Green, hörst du mich? Ja, ich bin gerade mit einem Flug hier beschäftigt. Ist okay, halten. So, ich bin jetzt beim Leo drauf. Super, ich komme hier nicht mehr runter. Was? Scheiße, ich bin falsch. Hast du mal H probiert? Ja, ne? Ja, ja. Exit-Button gibt's nicht. Soll ich jetzt den Grey Cat mitnehmen oder nicht? Ah, Cosmo kommt. Hey. Cosmo ist drin. Super. Cool. Finally, ey. Oh, Alter, das war jetzt so schwer. Lieutenant Commander, Steuermann, wir können los. Nein, nicht, wir können nicht los. Da ist auch noch ein Lefeng. Da kommt noch mehr, da kommt noch mehr. Da kommt noch mehr, ja. Also. Das wird das Clowns-Taxi jetzt. Das weißt du, man muss hier hinkommen, dann musst du mitfilmen. Ja, ich bin schon unterwegs, ich bin schon unterwegs, Freunde. Nicht aussteigen. Wir brauchen dich noch. Mich hier raus? Einfach. Nee. Das war nicht so schlau. Ich mach die wieder an. Okay. Ich komme jetzt rein und dann kannst du mich nach Levski bringen. Hallo? Okay, darf man jetzt starten oder? Nein, noch nicht. Ich bring noch ein Fahrzeug. Okay. Na, Platz ohne Ende. Ja. Wie ein fliegendes Parkhaus. Ist so. Und ein Auto. Keine Ahnung. Wenn du jetzt einlenkst, dann müsstest du. Geht das zu Landing? Ich werde die Starfarer, also die Starlift auf jeden Fall feiern, wenn sie kommen. Du hängst mit deinem mittleren Rad an der Ecke. Ja, danke, danke, danke. Okay, ich verstehe. Ich Landing Crane, bitte. Geh am besten da mal weg, ich wende jetzt wieder. Bringt mal bitte nicht neben dem Rover rum, sonst überfahre ich. Ja, ich bin eingestiegen. To Landing Bay, bitte. Einfach so rüber, wo die Fahrzeuge sind. Ich muss noch ein Fahrzeug mitbringen. Das passt. Danke. Ja, und jetzt durch die Heckklappe wieder raus. Also, da kommt's jawohl. Jetzt. Service. Oh, ich habe hier noch irgendwas neben Befehl, der Original. Herr Perry, solange du ein bisschen mitlaufen kannst, ist doch alles gut. Danke für die Einweisung, Klatschi. Das macht dann 2 Euro. Ja. Nee, Stunde. Zum Fahrzeug meine ich Green. Aber wir haben draußen noch einen Zuschauer, ne? Wenn du die nicht machst, dann würde ich meine komische Sprühflasche und spritze komisches Zeug auf die Scheibe. So wie Fahrzeugen. Die in Urlaub immer. Inkasso Bonbon. Green, bring ich dir das Landingpad in Leske. Ja. Ich sitze mit durch die Du Gospo, wo soll ich hinfliegen mit der Starfarer? Nirgends, ich muss. Hallo Gospo. Gut, dass du meine Frage mich. Green, hörst du mich? Ja, wo sollst du hingehen? Flieg am besten mit der Starfarer direkt nach. Autolanding bitte. Zu Leske. Rüber, wo Jela, die Flugzeuge Jela, sind, die anderen Flugzeuge. Nach Jela. Nach Jela. Ja, ich bleib jetzt einfach auf der Dragonfly drauf. Wenn ich also nach Jela soll ich fliegen, ja? Nein, nach Jela, du bringst mich bitte zu den Fahrzeugen hin. Ich muss noch eine Grey Cat holen. Ich meine jetzt den Grey Fang gerade. Der kann schon mal sich nach Jela begeben, weil das zu lange dauern würde mit der Starfarer hier hin und her. Ja. Die Starfarer hier wartet jetzt noch auf die letzten Fahrzeuge. Ich komme auch noch mal kurz, ich bin gerade gestorben. Ich glaube, war noch Green. Green? Zu den Autos. Ja. Zu den Autos, wo die anderen Autos sind. Oh, da war! Also nach Levski zu den Autos. Ja, Leo, siehst du? Sekunde, ich muss mal kurz den Ton vom Game ja, leiser machen. Meine Präsenz heilt dich. Ja. Perfekt. Ah, jetzt gehe ich auf die Dragonfly. Oh nein. Ich bin natürlich runter von der Dragonfly. Oh, eine Dragonfly zum Fahren.
Wo ist eigentlich die dritte Dragonfly? Hier, wer hat die gefahren? Die ist, wenn du bei der Rampe links schaust, dann ist sie da. Okay. Gut. Immerhin, wir haben schon mal den Start fast geschafft. Ey, der Klatschbobon ist auch. Ah! In der Tür zu. Der Tote? Nee. Der Grayfang ist der Tote. Also ich bin halt hier gespawnt. Cool. Genau. Gut, so Green. Kurz. Wir sind auf gutem Weg, Green. Das war so toll, Green. Massage? Ich gebe dafür eine Massage, Green. Ja, also da vorne irgendwo landen, ja? Ja. Hallo. So, ich näher mich euch. Schön, sehr gut. Hallo, Weißbär. Wo ist die dritte Dragonfly? Wie schon gesagt, Rampe, Eingang links. Also nicht drin, sondern außen. Sie klemmt dazwischen. Ach so. Warte, was? Ich bin da! Okay. Die Constellation ist. Das ist kein Parkhaus. Warte, das parkt ja nicht da, wo der Freelancer ist, einfach Green, okay? Park einfach irgendwo da vorne. Ich bin das erste Mal hier, ich kenne mich ja noch gar nicht aus. Hoch ein bisschen, ganz hoch. So. Erstmal auf der Pipeline. Und du kannst da rechts unten nur landen, wo der Klatschverbund ist. Da kannst du landen in der Fläche. Aber nicht einmal in der Garage. Aber nicht in der, ja, einfach dort bei der Fläche landen. Das geht einfach. Da kriegst du kein Cramset oder sonst was. Gibt's hier geheime Eingänge in die. Und runter. Das ist keiner. Einfach runter, einfach runter, einfach runter. Kannst schon landen. Jo. Dankeschön, Green. Gerne doch. Kurze Frage, Gaspo, wo auf jeder soll ich hin? Ich würde am liebsten mich gleich in einem OM treffen. Du kannst dich schon mal auf die helle Seite begeben. Und wir müssen, also ich fände es eigentlich cool, wenn wir zusammen irgendwo hinfliegen, wo halt echt gar nichts ist. Aber. Darf ich Rover fahren? Ich krieg die Dragonflies mal irgendwie kaputt. Also landen wir auf Bottrop Kirchhellen auf Jela. Bottrop Kirchhellen, genau. Castor Braux. Den kann ich aufmachen. Ja, alle jetzt nochmal hier. Ich hab Nox, oder? Wir fehlen dir noch eine Nox. Ja, wenn du möchtest, klar, mit der Nox. Ja, den, genau. Den Grey Cat haben wir jetzt, den Kleidverbot, der ist Grey Cat, dann nehme ich den mal. Was für eine Wüste haben, die weiße oder die schwarze? Ich bin tot. Ich hab einen Spind aufgemacht. Wieso machst du auch sowas? Ja, genau. Die sind booby-trapped. Auf der Starfarer. Aber ich komme jetzt auch nach Aquila. Also hast du jetzt einen Spind aufgemacht auf der Starfarer? Ja. Ja, gut, da waren meine Pornos drin. Das ist aber schuld. Ja, sicher, gibt es einen Spind mit der Schrotflinte. In einem Earth Rover auf der Starfarer aufgemacht. Ja, da verstecke ich die auch immer. Die sind so widerlich. Aber Mann, das ist so ein doofes Spiel, manchmal. Ja, was Mann, bist du auf Jela? Ich bin genau über dem Klatschbonbon. Bonbon. Mach ihm. Jetzt muss ich mal rausfinden, wo Klatschbonbon ist und alles ist gut. Der ist 100 Meter hinter euch. Du darfst ja reden einfach. Aber ich bin im Moment auf Jela, das ist die Frage. Green. Ja? Willst du die Nox zu Starfarer bringen? Dann kann ich noch was spawnen. Überfordert, weiß grad nicht, welche Nox, welche Starfarer. Ja, jetzt, ich glaube, das reicht auch mit dem Fahrzeug mehr passiert. Okay, komm her, die steht vor mir, oder? Genau. Die Nox mal nicht. Und die bringt es einfach zu Starfarer hin, die auf dem Landingpad auf der anderen Seite steht. Ja, genau, das passt auf jeden. Ja, da können wir nämlich. Du passt jetzt nicht mehr mit der Eclipse. Mit der Eclipse? Du passt jetzt nicht mehr. Obwohl du hoch kannst, dann hängst du halt mit dem rechten Flügel vom Thruster, verbrennst du dich. Gospo, ich fliege jetzt zu OM5. OM5. Alles klar, also gleich für die Piloten treffen wir uns gleich bei OM5. Okay. Flieg mal die Dragonfly zur Seite. Vorsichtig, der da, Jumping. Dankeschön. Ja. Entschuldige, das war ein bisschen. Kein Problem, passt schon. Also losfliegen und dann sagen, kannst du mal bitte zur Seite. Rums. Auf Gleis gibt es noch nichts fliegen. Wie steuert man das Ding? Du musst es zuerst einschalten. Das ist hier die Starfarer, das ist der Love Train. Choo choo. Warte, ich schalte schalt das Ding ein. Okay, Gary sagt, tödliche Pornosammlung. Ja, sicher, das Ding hier auch mit der Schrotflinte hat die Pornosammlung.
Nächster packe ich einfach irgendwelche Tanks ran von der Seite. Das sind wahrscheinlich so voll die kranken Pornos, so ein wie der Gospel mir mal zeigt, so ein Kitzelporno oder irgend sowas. Kitzelporno. Ja. Mit der Dings, mit der Frau vom. Hä? Sandy. Jetzt haben die ihre, jetzt sind alle Landing Pads voll. Das war wirklich, der hat mein Leben verändert. Ja, halt auf. Das Ding fliegt sich wie ein Schiff, pass auf aber, gell? Mimi. Okay. Oh, da stand gerade irgendwas mit. A03. Das ist so green. Auf jeden Fall das Ding. Ja. Einfach das Starfarer links, wo wir vor waren. Ich glaube an dich, Green. Du bist der Auserwählte. Auf. Ich bin jetzt Bock, ein Stück nach hinten zu strafen und sie salutieren in der zu zweit Teil mit der Rampe. Auf. 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 Jetzt habe ich bald alle meine Bodenfahrzeuge gespawnt. Okay, geht nicht auf. Ach, da klebt eine Dragonfly in der Decke. Die ist ja immer, das habe ich als Player. Das war die Klasse, ja. Oh verdammt, uns fehlt ein Ding. Eine Tumbril Cycling fällt uns. Das Ding fliegt sich nicht wie ein Schiff, eher wie ein kranker Hubschrauber. Den habe ich schon gerade im Krater versenkt. Der Cycling ist für heute schon durch. Ja, wir haben eh keinen Platz mehr oben, oder? Für ein Cycling. Nee, ich glaube nicht. Geht alles hier rein, ja. Also. Noch ein Stück. Das ist voll genial. Du musst hier richtig durch den einen Urza Rover durch, ne? Und dann. Ja. Soll ich den mal ein bisschen. Ich fahre den Tacken nach hinten, okay? Ich fahre den Tacken nach hinten, das geht, glaube ich. Ich bin da eben schon mal durch. Der Ding steht nur im Weg. Jetzt. Oh, so. Nein. Der Green hat aber Probleme, glaube ich, das Ding zu machen. Weißbiermann, komm, du müsst das eigentlich mal auch zeigen uns. Ja, ich lande hier rein. Ich lande jetzt mal. Das wird sowieso von mir. Komm hinein in den Love Train. Oh Gott. Radio Green, komm, hopp, alles wartet auf euch. Ja. Oh fuck, ich glaube, ich werde sterben, wenn das Ding gerade in die Luft fliegt. Zacki jetzt. Moment. Ey, wir kriegen ja noch hin, dass der Treibstoff im Standgas hier leer ist. Ich komme mit dem Ding nicht zurecht, ich habe da nur Kollisionsalarme. Warte, ich komme zu dir. Für alle in der Starfarer, bitte nicht vom zweiten ins dritte Obergeschoss. Ihr fliegt oft durch die Treppe, gerade während des Fluges. Findet euch alle einfach im Cockpit, also geht da einfach alle hin und bleibt am besten stehen. Dann passiert nämlich am wenigsten. Ne? Auch während des Fluges in der Starfarer, bitte berühren Sie nichts, bitte bewegen Sie sich gar nicht. Oder nehmt einfach unten die Sitze ein. Das ist das Allersicherste. Nicht immer, also ich bin schon aufgestiegen und gestorben. Ja, und auch nicht in die Gangways über den Tanks. Das ist auch sehr gefährlich. Ach. Zwischen den Tanks ist relativ sicher eigentlich, komischerweise, obwohl das draußen ist. Da lagert das Bier, deswegen ist es so. Ja. Leute, kommt ihr bald mal, ich bin hier wie so eine Sitting Duck. Ich habe, glaube ich, drei Tanks Krumbacher dabei. Green? Ich bin ja schon Jela, stimmt. Ja. OM5 Jela, ne? Dann treffen wir uns. Green ist auch auf dem Weg. Er muss nur schnell in sein Schiff und dann rüber. Starten. Green fliegt mit dem Schiff, ne? Geschafft. Ja, Green fliegt mit dem Schiff mit der Regen 300. Okay, super. So, der Radio, der kommt. Ja, Alter. Keller. Oh, verflucht! rein und dann leicht nach links, ne? Das Ding macht dann auf Schüsseldesel, Alter. Oh, komm schon! Was machst denn du da? Keine Ahnung, das Ding hat seine. Es war ein Nose Ride. Es ist so. Ein Nose Manual war das, ja? Escape mit der Nox. Ein Front Wheelie. Pass auf, weiß bin ich, das hatte ich weg. Ja, genau. Ja. Schon gesehen. Kein Millimeter bewegen, Odin, kein Millimeter bewegen. Alter! Cool bleiben, Odin. So, und jetzt hängt er oben in die Leitungen drin. Verfluchte Scheiß-Drecksteil! Weißt du was? Ich pack's einfach da. Okay, ich bin da, Leute. Ja, es ist gut geplant hier. Bist du auch drin, Odin? Ja, ich bin oben. Ich nehm die Eclipse. Ich mache Geleitschutz mit der Eclipse. Danke. Du bist drin, Odin, ne? Ja. Alles klar, die Starfarer schließt einmal bitte starten nach Jela OM5. Alle so bitte jetzt an ihren Positionen. Ich kann Odin. Nicht bei den Tanks bleiben, oder? Odin, bitte renn da oben nicht die ganze Zeit wild rum. Das ist stehen bleiben, okay? Bitte stehen bleiben. Oh, bitte bleiben Sie ruhig. Genau. Bitte warten.
Im Fall eines plötzlichen Druckabfalls werden Atemmasken aus der Decke fallen. Sondern was für Klasseplatz ist das eigentlich draußen im Weltraum? Ist es dritte Klasse, vierte Klasse, fünfte Klasse? Keine Idee. Das ist Industrieklasse, was ihr gerade macht. Ganz alle kriegen Crime-Stat. Für nichts und wieder nichts. Was ist denn da jetzt halt los? Jetzt kommen wir ins Schiff nicht mehr rein. Auf nach Jelen. Ich fühle mich nicht wohl da draußen. Leute, ich will es nicht ernsthaft sagen, jetzt geht er geht in die Eclipse nicht mehr rein. Ich krieg die Animation und er und das war's. Ja, besser bei uns eingestiegen, ist sicher. Ne, macht er nicht. Keine Chance. Egal. I'm walking on sunshine. Ihr könnt zwar eben noch nach Levski laufen, draußen steht noch eine Constellation von mir, die könnt ihr auch benutzen. Ja, wegen dem Partysystem, das stimmt. Ja, okay. Ist quasi die offene draußen. Ja, jetzt schauen wir mal, wo ich aufwache. Ah, hast dich umgebracht gerade. Ja. Hey, da ist der Green. Hey Green, was geht Green? Ah, ich bin wieder auf Olisan. Ich fliege jetzt gleich noch Jela rüber. Für alle, Jela OM5, ne? Ich komm zu euch rein, okay? Ich hab keinen Bock da draußen zu sein. Odin, stehen bleiben. Du fliegst sonst raus bei dem fliegenden Stehen bleiben, bitte. Bin ich gewohnt, Schwarzer, okay. Wir sind mit 180 Meter pro Sekunde unterwegs. Ja, du fliegst trotzdem raus. Ich meine nur, bleib dessen. Fliegst im Stand auch raus. Sag mal, wer ist denn der Typ, der bei mir so rumpackt? Hey, der Spider. Du bist über mir. Bist du im Büro des Kapitäns? Ich bin immer oben. Okay. Das. Bilder im Kopf. Also, ganz ehrlich, der war wirklich gut. Aber ich möchte den Gedanken wieder verdrängen, und zwar mit DuckTales. Oh Gott! Coetus Interruptus. Quantus Longus und so. Quantus Minimax, hä? Wirf den Purschen zu Boden. Auf den Boden. Throw him to the floor. Also wir machen jetzt mal Crossover mit mehreren Serien jetzt hier. Ja. Eggert, tu das in Note, dass die Musik zu laut ist. Ich hätte gerne Starfire mit Ananas. Ich zeig dir gleich, wer die Ananas macht. Wir können nicht stehen bleiben, Leute. Das ist Fledermausland. Oh, ich zeig euch mal, was da hängt. Perry gefällt dir, ich bin immer oben auch. Extrem gut. Tja, liebe Leute, kommt ihr nochmal hier irgendwie Richtung Jela, oder? Ja, natürlich. Ich raus. Ach Gott. Wie es ausschaut, kann ich mich oben auch bewegen auf der Starfarer. Grafing, du wirst mir auf Olisa anzeigt. Ich bin überall und nirgends, auf Quantenniveau unterwegs. Captain's Blatt, Bobo. Ich setz mich hin, das ist sicher, Alter. Ach, das müssen wir erstmal um Della mal rum. Also die Berge sind hoch. Guck mal, das ist ja dasselbe in der Atmosphäre. Dann wenigstens so, was haben wir da? Jeder mal nur 5.000 oder 6.000 Meter Atmosphäre, ne? Das ist ja nicht so wie bei den anderen Mond. Da, hey, geil, du hast Tetris? Classic. Din, 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 hä? Keiner dabei? Schade. Kann man eigentlich Triebwerke overclocken? Ja. Ja, dann tu immer deinen Thruster overclocken, Alter, damit du schneller bist. Wir sind ja immer schon mal aus der Atmosphäre raus. Jetzt muss ich gerade nur einen Umweg um der Mafia. Ja. Brücke an Engineering, wir brauchen mehr Power. Jawohl, Sir.
Power off. Overclocke die Thruster, Sir. Also egal, was hey, der Tobi Tench ist bei uns im Stream. Servus, Tobi. Mein Chefscomputer spricht auch mit mir. Dave? Warte mal, alles ist normal. Alles ist in Ordnung. Oh oh. Hast du jetzt mehr Power? Also OM5, oder Gospo war das? OM5. Check. Overclock ja auch den. Hey, der Leo ist raus. Leo has left the party. Okay. Oh, ich habe hier auch einen extremen Freeze gerade. Leo! Geht's bei euch noch? Ja, ja. Ja. Nochmal geht's noch oder was? Ich werde die Thruster overclocken statt den Quantum Drive. Dann hast du mehr zu. Tut jemand schießen? Ja, bei mir macht er gar nichts mehr. Oh, Contact Receive, wer kommt jetzt hier? Ich mach mal hier ein. Black, die wird mich angreifen. Gibt's eigentlich eine Karte ist White auch? Oder eine Karte ist Brown? So, okay. Schauen wir mal, dass ich das wieder beende und vielleicht nochmal rejoinen kann. Es geht los, Leute, es geht los. Oder? Boah, so, ey, wir fallen mal tiefer, dafür, dass ich Gas gebe. Wieso fallen wir? Ich kann es dir nicht sagen, ich gebe mal Vollgas. Verdammt, so stark ist es. Das ist immer invidiert. Die Atmosphäre kann uns nicht anziehen. Was? Wir gehen gerade immer tiefer. Ja, ich sehe es. Ich kann nichts dagegen tun gerade. Ich gebe Vollgas. Wie viel Sprit haben wir? Keine Ahnung. Wer am WLAN-Kabel gezogen hat, fragt er. Also ich glaube nicht gezogen, ich glaube meine Frau ist drüber gefahren beim Staubsaugen. Du warst über das WLAN-Kabel? Na, WLAN-Kabel gibt es bloß in Österreich. So ist es. Ja. Deswegen sehen es dann unsere Flugzeuge immer so komisch aus. Ja. So, das erklärt das lange Kabel. Ja, ihr nehmt ja die französischen Flugzeuge, die Mirage. Dann könntest du mir sagen, wir haben die Mirage-Löcher. Und Leute, ich kriege hier gleich Besuch vom Piraten. Das wäre ja ganz nett, wenn ihr mal. Ja, wir klatschen fast gleich auf den Boden, wenn weiter so geht. Ich gebe Vollgas, aber irgendwie werden wir nicht schneller. Wir bewegen uns nicht. Ah, doch, aber mit 50 Sachen momentan vorwärts. Habt ihr das Landing Gear hochgemacht? Ja, ist so oben. Okay. Jetzt sind wir auf 80, aber wir fallen immer noch, obwohl wir steil nach oben gehen. Laut mir fliegst du genau identisch mit der. Ein bisschen weiter nach oben, die Nase. Noch schneller habe ich Angst. Ja, da hast du Strömungsabriss und dann ist das Ding. Deswegen. Strömungsabriss im Weltraum? Wie hoch sind wir? Wir sind in der Atmosphäre. Wie hoch sind wir? Ja, das steht doch an. 1550. Das reicht. Mach dich mal bereit, gleich auszusteigen. Ich übernehme direkt das Steuer. Oh Leute, ich muss hier weg, das Ding attackiert nicht gleich. Jawohl, ich bin wieder dabei, Jungs. Cool. Rejoin hat geklappt. Yeah, los, wir feiern eine Party. Sir Obama Nation, come on. So viele Knöpfe und ich kann nur zwei drücken, Alter. Ja, so ist das, ne? Gospo? Teebeutel, kannst du einmal kurz aussteigen? Aussteigen? Ja. Ich muss jetzt gleich entweder springen oder ich muss Richtung Planet fliegen, weil der Pirat kommt mir immer näher. Kein Ding. Mach dich schon mal Richtung Planet. Nicht, dass du auf den Pirat gleich triffst. Du sagst OM6. OM5. Oh shit, er holt mich ein, Ach wirklich? Oh ja, ihr wisst ja, was für ein speedy Gefährt so ein Starfarer ist. Ich glaube, mein Ding, mal Reclaim ist schon geclaimed, das kannst du wiederholen. Ich habe euch. Oh nein, er hat uns. Öffnet das Feuer.
Geil, hier geht ja gar nichts, ey. Ah, der war da links. In einer Hornet. Wie gesagt, jetzt hat dass die Starfire verpackt ist. Das ganze Schiff, das lässt sich nicht mehr steuern. Ja, mich hat es gerade vom Server kaut. Ich kann nicht mal rausgehen aus dem Sitz. Du bist ja draußen, du machst nur halt gerade einen Adler. Oder? Also ich habe hier gerade 12 FPS, das ist gerade richtig, richtig schön. Fliegt der überhaupt noch? Ja, wir fliegen, so. Aber das Ding lässt sich nicht steuern. Aber bei mir ging es gerade halt alles halt noch. So, ist recht langsam. Das ist dafür. Jetzt geht's, oder, Kaspar? Nee, ich hab nicht mal angemacht. Also ihr fliegt, aber. Ihr fliegt über 230. Oh, na gut. Verfluchte Kacke, wir sinken. Das war's. Hab ich doch vorhin gesagt. Ach, schilde Regeln. Ich hab alles auf die Thruster gegeben. Oh Gott. Komm schon, Baby, zeig uns, was du drauf hast. Hey, in der Starfire hat es angeblich 23 Grad. Ja, ist doch angenehm. Jo. Ich höre Thruster. Seht ihr mich im rechts neben euch? Oh Gott. Wir fallen mit dem Arsch auf, der ruft wir fliegen auf. Weiß mir, Mann, du bist neben mir. Und ich bin alleine in meiner Starfire. Ja, das war's wohl, wie es ausschaut, Leute. Also, trotzdem eingeladen. Warum sind wir eigentlich so steil nach oben? Das kann die Starfire nicht. Versuch mal was anderes. Ich versuche jetzt mal nach unten und den Schwung, wenn wir auf dem Planeten, vielleicht mitzunehmen und dann eine Parabel zu pflegen. Soll ich sicherheitsweise mal auf euch schießen? Oh. Out! Boom. Die landen mal hier unten. Ah, wir sind drauf. Oh, gecrashed, Alter. Das tat weh. Oh, wie viel Kohle da drin steckt in diesem Schiff. Ja, Alter, alles ist weg. Kack, unsere Rover sind weg. Die Greycat ist weg. Die Drainfly ist weg. Greycat. Oh, dann würde ich sagen. Treffen wir uns direkt auf Jela und spawnen auf Jela die Fahrzeuge und fahren dann da. Dann suchen wir uns keinen coolen Punkt, sondern... Hey, Greyfang, du weißt ja schon, gell, dass du direkt auf den Punkt springen kannst oder irgendwas. Ja, ich wollte ja, aber wir wollen ja ursprünglich irgendwo landen, wo nichts war. Ach so. Das war mal so der Plan. Wo kann ich denn hier auf Jela noch ein Fahrzeug spawnen? Bountiful Harvester, glaube ich, oder? Nee, garantiert nicht. Arcorp Mining? Arcorp Mining, meine ich, ja. Ja, Arcorp Mining kannst du auf jeden Fall. Ja. Das war jetzt auch mega lustig. Ich bin aufgestanden, war schon bei Customs unten und bin wieder hochgebackt und steht schon wieder auf. Ich springe schon. Okay, Arcorp Mining, Jela. Ja, Arcorp Mining, Jela treffen wir uns, jawohl. Check. Boah, ist das heute ständig, muss umorganisiert werden. Das macht nichts, ist schon okay. Ja, genau. Also ich kann euch nur empfehlen, Track ER ist eine absolut geile Sache. Das Problem ist nur, ihr seht jetzt hier, dass immer diese Displays, wenn ich hier so einen Kopf leicht links und rechts bewege, einfach noch nicht fixiert sind. Und wenn ich hier links oben schaue, finde ich irgendwo meine Lampe. Ja, nee, doch nicht. Das ist ein Teil von meinem Helm. Aber es ist wirklich geil. Also gerade wenn du das mal gewohnt bist, hier zum Fliegen, das ist echt mega fett. Ja, beim Fliegen geht es richtig gut. Die Türen auf Olisabi dazu. Meine Güte. Ich spawne Reclaimer, wer will mitfliegen? Ja, nimm am besten noch ein größeres Schiff, sodass einfach der Server noch besser belastet wird. Bangle Carrier? Ja, genau, der wäre gut. Jetzt, ich glaube, ja, okay. Crash. Crash Handler! Ja, eine Kiste hier vor meinem Hangar-Tor stehen. So, ich hab's gerade noch gesagt. Danke, Radio, dass du den Server kaputt machst. Na, ich bin nicht mal drinnen, Alter. Ich bin nicht mal drinnen. Ich hab's nicht gespawnt. Ich hab's nicht gespawnt, weißt du, Mann. Alles gut. Ich hab's nicht gespawnt. Alles gut. Ey, wer hat sein Buggy hier? Wer hat sein Buggy hier oben stehen? Ich warte jetzt bloß, bis er das reported hat. Und dann hoffe ich, dass ich wieder auf euren Server komme. Ich komme jetzt gerade nicht zu meinem Schiff, weil der Buggy vor dem Aufzug steht. Komm mit mir mit hier, Hangar 01. Komm hier, Kampfbeutel.
Fanger 01. Ach, was ist der Polizei? Beutel. Beutel, hier ein 1. Wo bist du, Cosplay? Flick mit. Da hast du recht, Face-Tracking wird auf jeden Fall echt geil. Also ich habe halt das, ich habe den Tracky auch halt aus dem Grund noch, weil ich lange Flugsimulator gespielt habe und ja, deswegen habe ich den. Und warum sollte ich ihn nicht nützen, wenn ich ihn noch habe? So ist es. Ich kann nicht abheben, die Hangartore sind über mir zu. Musst du die Erlaubnis einfach Erlaubnis fragen. Yes. Also Gosser, du bist auf Olisa, oder? Nein. Okay, danke. Ich bin auf Levski. Wieso spawn ich immer auf Olisa? Perry, mit deiner Webcam wird es wahrscheinlich nicht gehen, weil du eine schwarz-weiß Webcam hast. Ach, die alten Zeiten, wo man noch schwarz-weiß Webcam gehabt hat. Gibt's doch nicht, oder? Jetzt hänge ich hier im Weltraum rum und kann mich nicht bewegen. Servus. Versuch mal mit der Backspace-Taste gedrückt zu halten, dich zu töten. Ansonsten, wenn du im Weltraum. Einzige weißbetrinkende Avocado. Wenn du so sonst nicht rauskommst, versuch mal mit dem Emoji slash Wave. Damit kann man sich auch aus vielen gestackten Situationen, also wenn sich der Spielcharakter festgesetzt hat, wieder herauslösen. Das finde ich mit diesen Anweisungen slash und so weiter. Jetzt ja, genau. Backspace habe ich schon. Jetzt komme ich nochmal. Okay, super. Wie viele Schiffe ich claimen muss, bis du deppert. Der Hammer. So, ich nehme einfach die. Wo ist die Freelancer? Ach, was soll's, ich komme nicht an. Treffen wir Weißbemann? Oder? Ja, ich bin. Rejoin hat geklappt. Also. Jela Arcop Mining. Jawohl! Ihr habt's gehört, Leute. Jela Arcop Mining. Wer nimmt das Bier mit? Kriegen wir da vielleicht noch ein, zwei coole Screenshots hin und. Das sieht schon aus. Ja. Ich ruf mal einen Drachen, der wird auch cooler. Ja, ja, hast du schon richtig gehört, mein Drachen. Oh, Gott, wo bist du noch da? Dann fliege ich mit dir mit, ich komme nicht rein. Ja, sicher, kommst du in Hangar 1 rein. Oh, wie nervig. Ja, was? Bei euch hat er nur gerade so einen Kackbuggy da hochgefahren. Klatsch, ich sag nicht mehr. Classic. Ein klassischer Klatsch. Okay. Ja. Na alt. Leute, Aufzug kommt nicht. Dauert steht alles auf. Der tut streiken. Ist jetzt auf Olisa noch, gell? Ich ja. Auf Olisa. Ist noch jemand auf Olisa? Ja. Für Gelegenheit? Jupp. Yep. Achso, nee, ich hab eine Hurricane gespawnt. Ich auch nicht. Wo bist du auf Olisa? Warte. Taktiker, danke für dein Follow. Hey, der Taktiker, moin. B02. B02? Taktiker, ja. 88, ich hoffe, das ist nicht der Alter. Du bist auf der anderen Seite, Alter. Das kann schon sein. Toll, jetzt darf ich mit so einem Taxi hier mitfliegen. Yay, da ist der Kampftierbeutel. Da ist eine Leiche, Leute, was soll ich tun? Du darfst hinten einsteigen, ich mach dich schon mal auf. Okay, lass hinten einsteigen, gute Idee, Gaspar. Weißbiermann fliegt zu diesem Punkt, ja, zum Sammelpunkt, ja? Jawohl. Warte auf mich. Gut, weil ich hänge direkt im Hintern. Ich flieg da wieder. Wo bist du? Kommst du rein? Ich bin auf der anderen Seite. Ich bin auf, ja, auch genau. Auf B, aber auf B05 bin ich. Ah, okay. Mit der 315P bist du, gell? Genau. Alter. Man setzt die Kiste nicht auch wieder in den Sand. Das ist auch ziemlich cool. Du kannst mit dem Tracky auch, kannst du in die Außenkamera gehen, in die Rückkamera und kannst dich auch umschauen. Ich komme zu dir. Bin gleich da. Warte mal, wo bist du jetzt? So, irgendwo da müsste doch sein. Ja, da vorne, das haben wir schon richtig. Ich lebe über dem. Da Pad. Bist du. Komme. Ja, ich sehe schon das Pad für Spawn der Fahrzeuge. Soll ich irgendwas Spezielles holen, Gospo? Du kannst, wenn du möchtest, einen Ursa Rover, das wäre super, weil je mehr Rover wir haben, auf die Lauf. Ich habe keinen Ursa Rover, ich habe nur eine Cyclen. Nur dann frage ich, gut, dann machen wir uns einen Cyclen, wenn du möchtest, klar. Oder ein Bike. Leider. Bist du gerade losgeflogen? Ja. Ich bin gerade da gewesen. Ja, wie, ich denke, du hast eine eigene Hurricane. Nein! Warte, dann komme ich zurück.
In dem Moment, wo ich klicken wollte, wir sind losgeflogen. Alter, so nah war ich dran. Warte, ich komm. Ich war froh, dass du nicht hinter den Triebwerken stand. Oh, verfluchte. Okay, Green ist auch schon in Arc of Mining. Jo, Green, der macht hier gerade so eine Barrel Roll über dem Landing Pad. Okay. Und jetzt landet er natürlich verkehrt rum. Nee, das ist die 315, die hat so ein beschissenes Cockpit. Du kannst nur kopfüber auf Planeten fliegen, wenn du was sehen willst. Naja, das ist. Ist eine Methode, sagen wir es mal so. Was hast du denn vor jetzt? Ja, in den Gunner sieht rein. Ah, okay. Warte, dann muss ich erst. Hab ich schon. Was geht? Wir sind in der Gruppe, da geht's sofort. Ah, super, klasse. Bist drin, oder? Ja, gib Gummi. Klasse. Oh, geil, ich bin voll der Gunner, Alter. Wir kommen in Vietnam. Ich hör schon Fortuna Sun, Alter, das Lied her. Ich hör schon im Kopf. Alles voll auf Jena. Alles jetzt knallen wir jeden ab. Jetzt knallen wir jeden ab. Wir müssen jetzt eigentlich gleich auf 4 Rover kommen und mindestens 2 Bikes. Das ist richtig, oder? Ich könnte alles bauen, was du willst. Ich hoffe, das funktioniert. Und zwar geht es gleich folgendermaßen darum, wenn wir dann gleich auf einer Mission weiter draußen sind. Ich hätte das jetzt gleich noch mit Content etwas gefüttert, aber ich verkürze das jetzt ein bisschen. Gibt es gleich zwei Gruppen. Und zwar diese zwei Gruppen haben den Auftrag, die gegnerische bzw. die andere Dragonfly unschädlich zu machen und dürfen auch nur auf die schießen. Die Dragonfly kann aber ja ziemlich gut ausweichen, schweben, hat und hat jeweils zwei Bodyguards, die zwei Rover. Diese zwei Rover, die können, wie gesagt, dürfen schießen, die Dragonfly darf auch schießen, aber die Dragonfly darf als einziges angeschossen werden. Nee, so ein bisschen unfair. Ja, ist ein bisschen unfair. Vielleicht muss ein bisschen sich verstecken und weg und ist aber dafür auch wesentlich schneller als die Rover, ne? Und kann natürlich auch platziert werden irgendwo. Es dürfen Handfeuerwaffen eingesetzt werden und es darf die gegnerischen Rover dürfen aber nicht zerstört werden. Und es gibt einen Radius außerdem von den Rovern, die sich zur Dragonfly bewegen. Und zwar ist dieser Radius 500 Meter. Du darfst nicht weiter als 500 Meter von deiner Dragonfly weg sein, sonst, ja, zurück. Seid ihr damit einverstanden? Sozusagen. Das habe ich mir jetzt aus der Trickkiste gerade gezaubert. Oh, Green, sorry, ich habe einfach die Schleuse bei dir zugemacht. Kein Problem. Muss ich echt bewegen wir uns überhaupt? Nee, doch. Ich kann hier irgendwie gar nichts spawnen auf dem Boden. Nee, ich kann gar nichts spawnen. Entweder geht der Server im Arsch. Green, schau mal, ob du hier was kriegst. Ich hab nichts zum Spawnen. Ach so. Ja, ich bin auch gleich da. Aber ich kann mich da hinsetzen. Herr, oh, Klatschi! Lass uns mal hier ein Käffchen trinken. Alles gut. Bist du eben aufgeprallt? Ich habe eine taktische Du, Gospo, dann mach dich einfach so, ich kann hier am Boden nichts spawnen, aber ist ja nicht weiter schlimm. Ich du kannst einfach, es schön aufnehmen, ja. Genau, ich bleibe in der Superhorn und schau ein bisschen zu. Genau, und kannst ja ein bisschen Luftabsicherung machen. Ja. Wir wissen ja nie. Ah, das ist schon cool mit dem Runjumpen jetzt, ne? Können wir uns auf jeden Fall eine Menge Zeit sparen, wenn wir zum Außenposten kommen. Ja, vor allem das Coole war jetzt schon, ich habe jetzt zwei Crashes gehabt und bin zweimal wieder im Flugzeug gespawnt, also das ist jetzt schon wirklich cool. Ja. So. Da kommt der Klatschi vom Avenger Fanclub. Avenger Max Titan Fanclub. I fuck the low and the low one. Die Hurricane kommt, Leute. So, Leute, bin wieder zurück. Yeah, wir schaffen das. Einmal auf dem Server, Jela, Arcop Mining 157. Da kommt die Starfarer. Und los geht's.
Oh, langsamer, 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 langsamer. Also Rauch machst du wie die Sau. am besten auf dem Landingpad landen für die Rover, jawohl. Klasse. Ja, wir können die Rover direkt in der Starfire spawnen. Ach, fuck. Aber kommunizieren wir gerade, oder? Super. Ich habe eine schlechte Nachricht. Mein Bier ist mir gerade ausgegangen. Ich muss jetzt unbedingt ein neues holen. Ich bin jetzt gleich nochmal da. Kurze Pause. Bis gleich. Ein hervorragendes Stichwort. Aber wie springen jemanden? Hoffentlich treffen wir keinen. Ich habe eine Emotion ist ausgegangen. Hoffentlich treffen wir keinen. Das ist aber gleich ein Problem. Die Schüsse gehen ziemlich weit, gell? Ja, seid ihr schon alle da? Fast. Nee, wir kommen. Nee, ich bin noch unterwegs. Du also siehst uns, wenn wir da sind. Siehst und hörst uns. Seid auf Jela, habe ich das richtig entnommen? Jela, genau. Arcorp Mining 157 treffen wir uns. Kannst zu uns auf dem Server joinen. Ja. Hey, schießt also jemand gegen meine Starfarer oder was? Wer verbietet sich da an? Das ist Radio. Hör auf mich zu verraten, Alter! Ich höre immer dieses metallene Plonk, Plonk! Ich kann ihn nicht davon abhalten, er ist immer am Ballern. Ey, das. Nee, das. Hey, das ist der Gospel. Mal sehen, wie schnell der Gospel fliegen kann. Also, ich muss mal sagen, ich bin fasziniert. Das ist heute jetzt, genau jetzt, seit 2 Jahren, das erste und längste Mal, dass ich ohne Absturz hier ins Game bin. Ich glaub, oh Gott, beschwerst du den drauf? ich hab die Renegade, die bin so gut. Hab ich gar nicht. Das ist Subscribership. Na klar, na klar. Deine Mama. Wieso sagt jeder meine Mama? Jeder sagt meine Mama. Nee, das heißt meine Mama. Die ganze Zeit meine Mama. Your Mama. Your Mama. Your Mama. Your Mama, genau. Your Mama. Your Hammer Mama. Your Mama wears Army Boots. Was? Genau, so, wir sind angekommen da hinten. Du darfst aussteigen. Ich muss ja auch mal ein Signal geben an den Kampfteebeutel, sonst pennt er noch hinten ein. Er sieht ja gar nicht. Warte, komm, ich helfe dich. Danke fürs Und wieder zu. Und wieder auf. Kein Problem, jederzeit. Engine off. So. Ich laufe mal auch hin. Ja, für die Piloten hier, ihr könnt ja eure Schiffe entsprechend ausrüsten. Ich kann ein Fahrzeug spawnen lassen. Was ist jemand? Hier in dem blauen Gebäude. Oh. Yeah. Aber der Greyfang ist gerade noch dabei. Die müssen eh gespawnt werden, dann müsst ihr die runterfahren, deswegen dauert das eh ein bisschen. Also alle, die da sind, schon mal spawnen. Ja? Und denkt daran, das ist ein... Ja, ich bin drin, ist gut. Das ist ein kleines Kampfspiel, also überlegt mit dem Loadout, ob ihr da ein bisschen was ändert. Ja, bin wieder da. Was ist jawohl, wir kommen zurück. Ja, es gibt ja S1. Nobody heißt im Spiel auch Nobody? Negativ, G-O-S-P-O. G-O-S-P-O. Ah, die Tumbril ist noch oben auf dem Deck oben. Ja, ich hol sie gerade raus, Ja, der Gospel so ausschaut, dass du dir jeden Moment was spawnen. Erstmal claim, du. Kannst du hier was spawnen, Gospel? Erstmal claim. Also, du kannst sogar hier was claimen. Ich musste, ja, das ist wegen dem Respawn, weißt du mal. Wenn du gerespawnt hast, dann hast du oft an den Panels keine Schiffe zur Auswahl. Also das liegt wirklich leider an dem, ja. Okay, weil ich weiß sicher, dass ich eine Ding hab, eine Cyclone. Du, ganz seltsam, ich habe hier gerade alle Schiffe angezeigt bekommen, kann aber leider nicht spawnen. Das wäre aber toll, ne? Hier ist ein Rover gekommen jetzt gerade. Ja, das ist meiner. Sehr gut. Da kann ein anderer wegfahren, wenn er will, oder? Ich fahre ihn dann weg. Hey, sehr cool. Ich muss gleich. Sehr cool, wir haben für uns eine Hurricane. Oder ist die gar nicht für uns? Doch, die ist von uns. Ist von uns. Echt, Spider, du hast eine Hurricane? Ja, klar. Nicht gekauft. Ich kann sie halt benutzen. Achso, für was ist die Loaner? Oder ist es Subscriber-Schiff? Das kann Subscriber sein, ja. Ja, Subscriber. Subscription, das ist mehrere Schiffe momentan. Echt? Mhm. Ja. Inklusive 600i. Nee. Brauche ich nicht, die kaufe ich mal. Die also kaufe ich Kaffee. Also schau mal, wie Hightech die Kaffeemaschine ausschaut. Alter. Da ging CNC. CNC Kaffeedrucker. Norbert, ich hab dich aus Versehen angerufen. Ich wollte da eigentlich ein Textnachricht senden. Alles gut. Hast du gelesen? W-
Jawohl. So, da ist jetzt ein Nox. Ein Getty Nox. Jawohl. Du hast sonst gar keinen anderen hier drin gerade, ne? Nee. Warte kurz. Ich edde dich schnell. Jo. Ich hab dich schon gefunden. Also hier im Stream kann man mal schön erkennen, was die ganzen faulen Schweine hier drin machen. Soll ich die Nox auch wegfahren? Leute, schaut ja nicht zurück. Ich fahr die Nox auch weg, ne? Hallo. Ey, du verrückte Mongo. Hab ich heute leuchten. Oh, das kann ich auch. Da, schau. Siehst du? Ja? Ah, blind. Wie sie da stehen, ich kann so sterben. Und so begann der Krieg der Taschenlampen. Es ist nur ein Blitzen da hinten. So, was sollen wir noch spawnen, oder? So, da ist die Nox. Macht er ja leider gerade nicht. Du hast niemanden hier sonst in der Gruppe gehabt bisher, ne? Nee, sonst kann ich so mit jemandem versuchen. Superfly D. Der nächste Rover ist kommen? Ja, meiner, hab ich. Mal. Fährst du raus? Okay, dann spawn ich meinen auch nochmal. Ich komm raus. Warte, ich hätte dich über die RSI-Seite machen. Oder so. Keine Ahnung, was ich machen soll. Das sieht dann dringend Kaffee. Was, Peter? Du musst scheißen. Na, Mann, ich meine Scheiße. Ist das dein Handle, Superfly D? Nee. Was ist denn dein Handle? Ich muss das. Dein Handle brauche ich. Ach so. Mit dem Editor. Moment. Achso, haben wir hier einen neuen dabei, oder wie? Ja, ja. Oh Gott. Und bereust dich schon. Einer von uns. Hi. Gerade heute. Eine Frage. Bedeutet das jetzt, dass wir hier auch jetzt Schiffe spawnen können? Nein, leider nicht. Nein. Die Schiffe sind nur so da, einfach angezeigt, man hat. Oh, okay. Schade eigentlich. Hey, schau, was für tolle Schiffe du hast. Great, es können nur Concierge ab 5000 Euro. Hier ist gerade... Ist ja die Nox? Ist gerade verschwunden eben. Ja, die Nox müsste. Jawohl. Ihr müsst die Fahrzeuge ein bisschen weiter weg fahren. Das kann oft sein, dass sie dann wieder despawnen. Da ist jetzt gerade die Nox. Das kann passieren. Teebeutel fahren wir am besten. Ich würde vorschlagen, nimmt sie 315 und parkt euch mal da vorne, dann seid ihr ein bisschen weiter weg. Hab den Partien weit geschickt, du. Superfly. Jo, ich hab gerade nochmal das Spiegel neu gestartet. Achso, okay. Dachte, ich sehe dich nicht. Nee, aber alles gut, hab dich. Allen Kampf-D-Beutel hinterher. Allen Kampf-D-Beutel hinterher. Erstmal so ein Six-Wheel-Drive hier. Drift. Ach, hier ist gut. Hier ist ein großer Zwei Plätze hier noch frei. Hier kann man bleiben. Hab ich Glück gehabt. Sehr schön. Ballert hier was? Ja, Kampf-T-Beutel ballert. Okay, also es ist keine Gefahr für extern. Was? Ich könnte ja aber gefährlich sein. So, da ist eine Dragonfly. Ist vorher auch noch eine Dragonfly? Ja, das war meine. Guck mal, ob du drauf kommst. Ja, so versuch's. Cool. Wer ballert hier? Ja, Kampfbeutel und ich. Ah, okay. Ja, ich hab das Torrent noch nie benutzt, deswegen. Ja. Das ist meine, ne? Oder? Jumpin, sorry. Nee, das ist deine. Nee, ist egal, wenn du so hast. Nee, das ist deine, das ist deine. Nein, das ist deine. Nee, ich wollte meinen nicht. Fahr mal weg, ja, kannst du. Ja, ich bin dabei. Warte mal, wenn mich jemand jetzt zurückfährt zu der Spawning-Station, dann kann ich nochmal den Tumbro Cyclone spawnen. Oh Gott, ist das geil. Wenn ihr nach Olisar kommt, könnt ihr mich ja gerade mitnehmen. Greyfang, wo bist du? Ich bin hier bei Kampfteebeutel mit dem. Hab das Ding ein bisschen weiter weggefahren, damit es mir nicht despawnt. Hock dich mal schnell in Schiff, Superfly. Du kannst ja jetzt mit diesem Orbital Jump ganz schnell zu den Stationen ran, bis auf 60 Kilometer. Ne? Und dann, wir sind ja direkt an der Station hier, Jela. Perfekt. Genau, und dann. Arc Mining Corporation war das. Genau, Arc Mining Corporation. 157. Also können wir ganz schnell gleich loslegen. Hinter dir! Was machst du denn? Eine Fliege vorbeigeflogen. Ach, das Klatschi, kannst du mich abholen und mich da zurückfliegen?
Ich kann, ich hab nur eine Nox, also wird schwierig. Er geht auf Fuß. Ja, bis. Und ich hab deine Nox. Okay, Klatsch, ich nehme das mal als Nein. Okay, dann gehe ich auch zurück. Is this the green that I've leaked? Hey, that's that's not a problem. So you can enjoy, you can watch it, and yeah. And we'll post some comments in English as well. Yeah, we can try our best. Worst. Worst. Sausage. He means sausage. Fat him sausage. Es ist ihm wurscht. We'll do our liver worst. Fat him sausage. Auf dem Planeten kann ich ja so lang sprinten, wie ich will. Was ist denn in der 300? Green. Ah, also gerade nicht gemerkt, dass ich voll weggetackelt habe mit der Nox. Ne. Also, Radio, ich laufe ja, lauf ja hinter dir und ab und zu sehe ich so Magazine in der Luft hängen. Ja, ich weiß. Ich wackelt da hinten herum, wie es dann geht. Ja. Ich weiß, dann lass doch. Greyfang, komm mal kurz zu mir rein, ansonsten, wenn du. Oder fahrt ihr schon? Wo bist du denn? Ich bin direkt neben den beiden Rovern gerade. Ich würde dich zurück eskortieren. Ja, ich laufe schon, zurück. Bin schon gleich wieder da. Kein Thema. Greyfang, du bist es. Braucht noch 3 Minuten. Ja. Jojo. Da ist der Radio, der läuft. Ja. Yeah. It's the eye of the radio. And, warte mal, wer sieht mich da? Bin ich schon an dir vorbei, oder? Jo, bist du mir, schon weg. Jetzt bist du mich. Was geht, Kasper? So? Ey, cool, dann steig ich auf. Komm mal runter hier. Ja, ja, warte, warte. Power off. Punk. Ja, hör mal, so muss halt. Ich kann die Nox nicht kontrollieren. Und ich sitze hinten drauf. Jo. Wir sind da. Ja, ich warte noch, was du gelandet bist. Ja, danke dir. Besser ist das. Bitteschön. Passt? Ne? Ja, es ist so wie, wie Uber, ne? Genau, nächste Haltestelle. Eigene Uber-Service. So, ja, ansonsten, wenn dann hinterher keine Rover mehr da sind, können wir dafür auch mehr Bikes noch spawnen. Das ist ja kein. Bikes spawnen oder was? Mehr Ziele, ja, ja. Genau, so, weil dann können. Wenn du Bikes spawnen kannst, spawnen Bikes. Alles cool, Mann. Ich mach das nicht das erste Mal. Geisterfahren. Gospel, weißt du, mit 3-0 das Gameplay mit der Kiste, wo nie stattgefunden hat. Und wir waren 5 Stunden im Verse. Ja. Das machen wir mal. Das machen wir nochmal. Versprochen. Das war so geil. Der Rover links von mir ist despawned. Die Arbeit haben wir uns nicht umsonst gemacht. Oh Mann. Wer war denn das, der links von mir? Ja. Das war dann meiner. Ich kann kein. Da kann, wie es ausschaut, kann man da nicht so viel spawnen, wie es geht. Ja, dann wieder Rover und dann fahren wir raus. Ja. Wichtig ist, dass wir die Rover haben, ne? Und dass halt alle besetzt sind. Beziehungsweise jeder auch irgendwas hat, womit er fahren, schießen kann. Es geht ja darum, ein bisschen hier mit dem Boden Spaß zu haben. Oh, hallo Stein, lass uns Spaß haben. Ja, Spaß! Hallo, Kumpelstein! Ich bin so einsam! Kann ich auch, voll am Bier. Ich auch, America! Aber mein Schlussstelle ist sehr eingeschränkt. Moment. Jetzt geht's. Moment mal, wir haben jetzt nur mal einen Rover. Nee, der Kampfteilbeutel ist hier. Ja, ey, mein Schild ist down, der schießt auf mich. Der schießt nicht auf dich. Was schade ist, wenn der Third Person nicht schießen kann, da geht er. Wie liegt dein Arsch, Nox? Nein, man bräuchte eigentlich bräuchte man noch einen, der halt entsprechend in dem Remote Turret halt schießt, aber so kannst du auch alleine. Ach, Jump in Spider. Also ich kann ruhig rein in so ein Turret. Nee.
Dann doch, du bist Robermeer jetzt. Im Leben, echt jetzt? Ja, ja, du hast durch meine Schilder durchgeschossen. Vorhin war er auch Shield down und dann plötzlich habe ich Schaden bekommen. Der Jumping Spider, der ist auch noch in dem Schiff hier, ne? Nein. Ich bin oh, shoot, mein Rover ist weg. War ich ja doof. Weg. Ach, weißt du, mein ist auch rot jetzt. Okay, dann nochmal ein Rover spawnen am besten. Dann, ja. Ja, dann fahre ich nochmal zurück. Ja, wollt ihr, möchtest du, möchten die Rover-Piloten den Rover fahren oder wollen die vielleicht tauschen? Weil jetzt ist ja der Zeitpunkt, um vielleicht nochmal. Ich fahr gerne Rover, ich mag das. Ich fahr auch gerne Rover, ich fahr gerne. Ja, na. Ist eigentlich ganz nett. Ja, wo wir sind hier, ist ja eigentlich ein guter Ort. Können wir uns ja mal treffen, schau mal. Also, diese Nox ist echt ein flotter Ding. Oh, die geht auf den Green drauf. Green, wolltest du auch mitmachen, oder? Perry, was los? Ich guck mir das mal an, weil am Boden fühle ich mich nicht so richtig wohl. Echt nicht? Du musst dich in den Turm sitzen von jemandem. Nein, aber Katz. Du kannst dich gerne viel zu schnell runter. Ich dachte, ihr könnt unter die Lampe fahren. hoch genug warst du eigentlich. So, kommt er wieder klar. Oh, der ist driftet. Ach so, ich war auf Eis. Ja, gut. Ja, klar. In 3 Minuten kann ich meinen Rover wieder benutzen. Radio, dann zahl doch dafür, dass du schneller machen kannst. Ey, ist voll cool hier auf der Eisfläche zu driften. Ja, deswegen ist das ja auch mal wichtig, dass wir das ja auch mal machen hier. Der TV-Training und so. Yeah. Da haben sie das wirklich super hingekriegt, auch mit den Dragonflies davor. Ja, ist echt, es macht zur Zeit richtig Mann, Laune ist hier. Ist das genial, du. Bleib, und so. Das war schon so, gell, Spider, dass wir immer mehr Kohle reindrücken. Du, erinnere mich nicht daran, echt. Aber schnell jetzt. Und das Schlimmste dabei ist, es tut dir kein Stück leid. Nein, es tut dir überhaupt nicht leid. Das ist bei mir genauso, hey. Kein Stück. Solange es meine Frau nicht mitkriegt, dann tut es mir leid. Ja. aber dann tut es dir sowas von leid. Ja. Das ist scheiße. Na gut, zum Glück sind wir unter uns hier. Ja. Mach es wie ich einfach. Lass deine Frau einfach mehr dafür ausgeben, dann passt das. Ich arbeite ja wie verrückt daran. Ja, Perry, ich kann nicht lesen. Einmal frei. So, also ich bin da. Sehr schön. Ach, du stehst hier vorne. Bist in der Aurora gerade, ne? Jo. Oh, ja, sehr schön. Eine Aurora, geil. Ich stehe jetzt hier vor so einem Riesenteil. Genau, so ein Rover mit dem Riesenteil. Der Greyfang. Greyfang. Oh, ja, geil. Echt, ey. Kampftierbeutel, Greyfang, hier ist kann jemand, der möchte klopfen. Gunner machen? Ja, eigentlich, warte mal. Gospel, meine Frau hat sich Muscheln auf dem Oberschenkel innen tätowieren lassen. Und wenn ich mein Ohr drauf lege, kann ich es mehr riechen. Ah, ja. Oh Mann. Achtung, pass auf davon nicht, dass ich umrenne. Bevor du den erzählst, muss ich auch rumdrehen. Ja. Alter, wirklich. Ein Gunner steht hier noch auf dem Pad. Wer möchte einen Gunner gerne haben? Ja, kann doch bei mir mit rein. Der Greyfang hier, ja, warte. Ich bleib stehen. Such da einfach einen Rover aus. Rover sind diese fliegenden Teile oder die fahrenden? Die fahrenden. Kann ich hier hinten irgendwie rein? Warte, ich mach das mal. Normalerweise, wenn du F gedrückt hältst, normalerweise kannst du die bedienen und dann kannst du dich gleich hier auf den Beifahrer setzen. Ja, das ist manchmal ein bisschen buggy. Guck mal, ob du da vorne rechts. Nee, warte, dahinter. Ah, Beifahrer. Genau, Beifahrer. Genau, und der Remote Turret, ich mache hier wieder zu, genau. Der Remote Turret bedeutet, genau, mit F gedrückt halt, muss man gucken, irgendwann wird der von gelb auf orange, genau. Perfekt. Remote Turret heißt dann, du siehst oben durch eine Kamera, siehst du dann Feuerposition. Okay. Ne? Ich mache euch hinten wieder zu. Perfekt. Jo. Das Spiel ist gleich halt so, ne, die Dragonflies sind die einzigen Fahrzeuge, die halt die Ziele sind. Wir schalten das gleich einmal durch, dass wir schön zwei Teams haben. Es geht halt darum, die gegnerischen Dragonfly oder Dragonflies auszuschalten. Ihr dürft euch nicht weiter als 500 Meter von euren eigenen entfernen. Also muss immer ein bisschen näher sein, ne. Die Rover werden halt erst zerstört, wenn die Dragonflies alle kaputt sind, ne? Dann sind die Rovers erst freigegeben. Ich würde sagen, des Spaßes halber bleiben wir auch alle in einem Channel.
Ja, klar. Ja, ist so, hauen wir uns jetzt gleich einmal auf die Seite. Jeder ist jetzt im Fahrzeug, alle sind da. Elf, es ist echt Wahnsinn. Ja, ey, ich war heute schon wieder richtig cool. Also Daumen. Müssen jetzt die fliegenden Motorräder abknallen, ne? Also das richtig... Genau, die fliegenden Motorräder sind gleich die Ziele, aber du hast auch gleich eigene, auch in deinem Team, deswegen musst du auch aufpassen, dass du die dann nicht... Ah, okay. Wir fahren mal ein bisschen raus am besten. Da irgendwo. Genau, kommt nochmal raus hier. Perry, kannst du eigentlich sehen, wer hier alles im Stream online ist? Ich sehe nur 5 Leute sind da, aber ich weiß nicht wer. Und dann... Kampf-Demo, möglichst ohne ihn anzustupsen, ne? Ja, es ist alles hier noch ein bisschen, ne? Erstmal ein bisschen raus, genau. Hier schön auf die Fläche weit draußen. Und dann am besten gleich einmal zusammenkommen, dann machen wir nämlich gleich mal einen schönen Screenshot zusammen. Da möchte ich die ganzen Piloten auch einmal zu bitten, ihre Schiffe mit hinzubringen. Ey, yeehaw! Der Klatschbonbon. Alter, ist das ein Sprung! Ich fühle mich gleich so frei. Ja. Ich hätte gerade auch so einen 100 Meter Sprung oder so. Passt ein bisschen auf eure Fahrzeuge auf, ne? Ja, der Molox macht echt Spaß, hört durch die Gegend zu fliegen. Ja. Hier kommt nochmal einer. Achtung, Riesenfels. Riesenfels? Ach, guck mal, hier ist schön. Oh. Ja. Aus dem Weg, Felsen. Die ganzen Kack-Bikes, die tun so, als wäre es einfach hier lang zu navigieren. und den Rover, Alter, alle 100 Meter ist das so ein Halbtod, also eine Nahtoderfahrung für uns hier. Jetzt gibt's aber einen schönen Sprung. Oh, vom Stein Erfolge gefahren. Erfolge gefahren. Alter, erstmal 700 Meter weg. Oh nein, ich hab einen Stein getroffen. Ja, geradeaus. Ich würde sagen, hier, oder? Hier ist doch eigentlich ein schönes. Ja, so. Genau, hier oben auf der Dings, super, genau. Ja, so. Ja, die Nox-Besitzer unter sich. Guck mal, hier ist ja schön. Die Nox-Besitzer unter sich. Zwei Dragonfly. Ja, aber das Rover ist halt. Greyfang, der erste Rover. Ah, ja, Alter. Oh, komm mal weiterfahren. Das ist schon übereinander. Ja, ich fahr weiter. Herkules Muppets mit Triebwerken dann. Ja. Herkules Muppets, genau. Genau, einmal hier. Boah, ja, genau. Huch, meine Nox ist die. Also, nicht meine. Wenn ich seine Nox ist, die spawnt unter meinem Arsch. Juhu, bin da. Servus. So, mein Gunner ist auch fertig. Ja, dann stellt euch mal hier ein bisschen auf. Jo. Alle da? Jo. Ja. So, warte, auch aufstellen. Sieht man nochmal hintern. Fehlt da nicht noch ein Rover? Also, ihr habt meinen jetzt gespawnt. Da fehlt aber ein Rover. Da fehlt ein Rover, du hast recht. Wer hat noch einen Rover? Also, schießen kann ich damit, aber irgendwie nicht drehen. Ist das normal? Nee. Drehen muss der Park, den habe ich schon selber bemerkt. Man kann als Beifahrer nicht schießen, nämlich drehen, also. Das ist ja geil. Bist du in der Außenansicht und versuchst zu schießen und zu drehen? Nee. Okay, meine Ego-Perspektive. Okay, da kann ich auch. Siehst du, dass sich das dreht? Nicht, oder? Na, der Beifahrer grad. Ist es, oder? Du bist der Beifahrer. Ja. Ah, nee, stimmt, der Solgard war der vierte auch. Deswegen zähle ich 4. Ja, also ich kann also schießen. Ich sehe, dass sich das auch dreht ein bisschen, ja. Aber nur ein bisschen. Der dreht nur rauf und runter. Also 40 Grad. Du kannst sein, wenn du willst, Alter. Und statt der rote geht eigentlich schon. Luftjagd. Also wenn der immer frontal auf den Gegner zeigt, kannst du eigentlich auf den Gegner schießen. Oh, krieg ich hin. Blöd ist halt, wenn der seitlich dann ist oder hinter uns. Das Doofe ist, wir sind jetzt halt eine ungerade Zahl, ne? Ja, ich bin der Schiri, wenn du willst. Ja, wir haben ja von oben schon, das ist ja dumm. Und 2 gegen 2 bei so vielen Leuten ist auch dumm. Okay, dann muss ich, wie es ausschaut, einen zweiten Schiri loswerden. Einen zweiten Schiri loswerden. Lass mich mal kurz überlegen. Wer ist denn mal bei Klatschbonbon hinten drauf? Hä? Klatschbonbon wird mir voll weit weg angezeigt.
Wo bist du, Klatschi? Ich sitze bei Jumping Spider hinten auf der Dragon. Ach, verrückt. Okay. Du bist mir. Ich habe auch einen ganz komischen Bug, dass bei mir hier eine Bambabolzone ist. Da ist der Klatschi. Schau nach unten am Boden. Umso weiter, umso breitere Neigungswinkel hat man dann. Genau. Okay, wir haben nur drei. Das ist kacke. Das ist mega kacke. Ja, heute mangelt es wirklich am Personal, da du. Dafür, das ist ein Ali-Gaminger. Aber gut. Ja, dann. Lass mich mal überlegen. Ich bin der Einzige, kann das sein, von Phoenix? Ja, aber ich, ohne Scheiß, du hältst die Fahne hoch, ey. Geil, Perry. Kampfteambeutel, dein mittlerer Reifen ist fast hin. Muss so, der macht mich leichter. der rechte, ne? Ja. Du weißt doch, da sind die Pornos von ihm drin. Ja. Ja, entweder war es vorhin der Jumpin' oder wer ist noch rot bei mir? Moment. Ne, Jumpin' oder Weißbemann? Einer von den beiden. Ja, Weißbemann, das kann doch nicht sein. Ist da links noch jemand? Ja, dann müssen wir halt zwei Fahrzeuge machen. Ne? Ja, wir können ja auch alle gegen ein Fahrzeug machen, ist ja egal. Und wenn das dann im Eimer ist, nehmen wir das nächste, ist ja egal. Na, und jeder gegen jeden dann. Ja, nee, genau. Nee, Einer macht den Fuchs und alle anderen versuchen zu kriegen oder so. Genau. Wie wär's mit zwei? Ja, das finde ich eine geile Idee. Also, lass es doch so machen: irgendeiner von der Dragonfly, der macht einen Fuchs und alle müssen auf den draufgehen. Der weiß, für den Mann ist der Fuchs. So. Ja, ich bin ja eben. Ja. Dragonfly, die gibt einmal kurz Gas, der ist ein Kilometer weg von mir. Ja, deswegen die Rover, das ist schon doof, die dann. Das stimmt, ja, da hast du recht. Das ist, muss ich sagen, und... Wenn du am Modus, wo du nur mit 50 fliegen kannst. Ja. Wenn du N drückst, dann fliegst du noch langsamer, was weiß. Hier, so, ja. Ja, da müssen die, genau, bin ich jetzt im 40 SCM Speed Mode. Und, geht's? 40, nur 40, oder? Das höchstens. Oder geht's halt? Radio, komm mal mit mir mit. Komm mal mit. So, hat jeder einen Gunner drin und kann feuern? Ich bin mein eigener Gunner, ich kann feuern. Sieht irgendwie so aus, oder? Weil ich hätte einen Vorschlag. Also da, wo zum Beispiel Gospel ist und Radio. Da könnten wir uns in einem Kreis aufstellen und dann waren wir alle jeder gegen jeden. So eine Art Destruction Derby. Und dann kommst du rein mit der Hornet und ballerst uns weg, oder was? Richtig. Ich hab gewonnen. Oder einer macht ein EMP und dann war's das. Hört sich eigentlich nicht schlecht an. Also da rutscht man ja sehr auf der Fläche, Alter. Ja, ich glaub, das wäre, finde ich, mit das Beste eigentlich. Wir haben ja einen Spanier auf Twitch, der uns hier jetzt zuschaut. Ich kann leider kein Spanisch, irgendwas schreibt er auf jeden Fall. Hola, Senor. Ja, pass auf. Patata. Okay, kennt ihr keiner la Bajos? Was? Un poquito loco. Am besten mit zuhören. Ah, nicht rutscht man voll die Kanne. Hola, what's up? Lass mal weg. Hola, verwässert, Papa. Ja. Du, Servest. Andale. Dann kommt alle mit dem Heck aneinander berühren. Was? alle mit dem Heck berühren. Hey. Und dann alle so welche Sauereien. Das klingt irgendwie schwul. Ja. 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 Schwul wär's, wenn's anders wäre. Dragon Age, we just trying to speak in Espanol, but it is hard to figure out. We can say hola or cerveza, something like that, and that's all. Also dann alle gegen alle?
Alle mit dem Heck. Jeder gegen jeden jetzt gleich einfach. Ja, alle mit dem Heck herkommen, damit es ein super Start ist. Genau, versucht mal. Ich guck mal hier, ob ich mich wieder. Einer hat meinen Platz geklaut. Ja, ja, Kampfteebeutel. Ich war, ey, ohne Scheiß. Du bist auch. So. Alle mit dem Heck. Alle mit dem Heck. Auch die Dragonflies. Schön mal in den Stern zusammenfahren. Genau. Genau so ist es. Alle mit dem Heck. Schön mal im Stern zusammenfahren. Ich bin bereit. So. Ich gebe das Kommando, würde ich vorschlagen, weil dann Strafe mal vorher rum, dass du die einzelnen frontal so aufnimmst. Also ich sag's jetzt also, ich zähle jetzt runter von 5 auf 0 und bei 0 fahrt sie alle los und dann heißt es aber noch nicht Feuer. Und erst wenn ich dann sage Feuer, dann dürft ihr aufeinander ballern. Was? Achso, nicht direkt rumrennen und schießen? Nein. Was? Lass mal gucken, was ich mache. Das ist eigentlich nicht schlecht, weil wir brauchen ja eine Art Arena. So genau, sozusagen. Genau, also... Ja, Maus, lass es uns machen, bevor es doch später wird. Okay, ja, genau. Die durch. Also, ist jeder bereit? Check. Ja. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, los. Der langsamste Start Le Mans aller Zeiten. Feuer! Ich hoffe, mein Gunner passt auf! Wo ist mein Vorder? Und hier in der... Wir sehen schon das erste Battle. Lass mal was machen! Das schießt Radio Advance! Verschwinde! Oh, der erste ist ausgeschieden. Ich hab's leicht nicht mehr rum. Da geht es gleich weiter. Oh, jetzt sehen wir hier ein schönes Manöver, den Circle of Death. Oh nein, das ist aus dem Blick. Oh, schöner Strafe. Eine Nase juckt, eine Nase juckt. Ich baller schon die anderen ab hier, auch nicht schlecht. Ich und Kopf, die Beute. Komm schon, Alter. Oh, oh verdammt! Da hat es uns in Österreicher erwischt. So, und wo sind die? Wo sind denn unsere Dragonflies? Oh, da hinten sehe ich. Sperrfeuer. Da hinten wird gesnipert von den Dragonflies. Vier Sterne habe ich. Oh, ein schöner Drift. Schöner Drift. Ist jetzt ein Overheated oder wie? Oh, die Dragonfly scheint zu flüchten. Jetzt kommt sie wieder zurück. Wow! Oh! Ja! Splash! So, und der Winner ist Jumping Spider. Halt! Ah, halt schon da! Echt? Ja, der Gospel lädt noch. Mei, der Sack hat sich jetzt hinten sauber versteckt. Gar nicht! Der hat sich vorne sauber versteckt. Okay, kurzes Finale war das ja. Ich danke euch recht herzlich. Ich werde jetzt Schluss machen. Wir sehen uns demnächst. Ciao, ciao! Mach's gut, ciao! Jo! Tschüss! Also für alle, die jetzt hier einen Crime-Stat gesammelt haben, biete ich an, können wir gerne noch auf Career fliegen und das alles resetten. Ach, sollen wir noch eine Runde oder nicht? Wegen mir, also wir können ja hier was spawnen, wir können gerne noch eine Runde spielen. Also ich glaube, die Rover haben wir bloß 3 Minuten. So ist es. Deswegen. Ah, er hat mich erwischt. Hast du gesehen? Ich gekuschelt. Ich habe ihn oben vom Bike runtergeschossen. Hast du gesehen? Richtig nah an ihn ran und dann die Kacke. Ja, ich hab mich schon gewundert, weil hier steht sie und ist noch intakt. Ja, siehst du? Ich habe ihn runtergeschossen. Richtiger Aimshot. Gospo, ich zieh den Hut vor dir. Gospo? Nee. Bulldog Repeater. Ja, siehst du? Klasse. Ich hab meine Waffen overclockt, deswegen sind sie schneller gewesen als die anderen. Ja, schau, das hast du jetzt wieder von deinem Cheaten.
Ey, das war nicht cheaten, das war eingebaut. Also Jungs, ich bin ja auch weg. Ciao, Jumping. Jo, ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann. Ciao. Servus. Dann tschüss. Ich glaube, der Radio, der ist heiß. Der will jetzt eine Revanche haben. Das ja, ich hab den ersten gekillt, und ich habe so viele abgekriegt beim ersten Mal, ja? Na warte. Ich bin da. Ja, ich sag ganz dumm, ich bin gerade eigentlich nur seitlich geflogen, beim seitlich fliegen gegen den Stein. Da bin ich nach ganz oben geflogen, da musste ich ausmachen, bis erstmal runtergeschwebt ist. Das ist der Bug, da wo du in die Atmosphäre da schwebst. Ey, es war gerade so geil mit euch, ja, und scheiß, und auf einmal bin ich weg. Ich habe nur ausgemacht und hab gehofft, dass ich schnell unten bin, und da war scheiß vorbei. Weißt du, der Lewski, jemand auf eure Seite, den mitnehmen soll. Harry, hast du das im Stream schön verfolgen können? Lewski. Olisa? Ja, Olisa, soll ich sie mit mitnehmen, oder? Jo. Ich könnte Lesky jemand mitnehmen. Wollt ihr jetzt noch eine Runde spielen oder wollt ihr noch Karriere ja, zum Resetten? Ich bin dabei. Nee, noch eine Runde. Das bringt dir nichts. Ich mach noch eine Runde. Okay. Ich kann von Lesky alle mitnehmen, wer will. Dann warte ich doch einfach mal hier schön. Okay, wer soll der vorher sagen? Auf Olisa. Alle Olisa gespawnt oder was? Ja, wo soll ich denn hin? Sonst kommen wir auf Landing Pad 10. Wo ich jetzt den? Moment, D. D? Ich glaub, da bin ich sogar. Ah, nice. Komm grad raus. Ne, ich bin auf B, okay, ich komme. Noch ganz schön dunkel auf hier, Lava. Momentan, ja. Ja, die Revanche wird dann ein Battle by Night. Oh, ich freue mich da jetzt schon, ganz ehrlich, mit 3-3 können wir die Cyclen mit den Raketen und mit den Turrets drauf, das wird richtig lustig. Mit Maschinen, ja genau. Das wird halt richtig lustig, ich sag's dir, ohne Scheiß. Ja, das wird mal was ganz das anderes. Das wird richtig fett lustig. Okay, ich bin die Aurora. Jo. Aurora. Aurora. Du bist auf 10, hast du gesagt, gell? Ja. Was mal ab, wenn meine Hammerhead dann da ist. Ich höre es. Ja, also. Hier, perfekt. Ich komme. Der Einzige, der vom Schlachtfeld wieder runter ist. Ja. Boah, die Gatlings. Last man standing. Tüch da die Tür auf. Du kannst einfach aufmachen. Mit F oben halten und dann einfach jo. Aufmachen. Normal immer. Hast du Unlock? Aber ich muss auf jeden Fall wieder. Cosplay, ich muss auf jeden Fall wieder mein Mantis-Setup auf die Ohren schnallen. Einfach wegen der Optik schon. Ach, das ist so lustig. Alter. Ich glaube, ich bin jetzt einfach aufgehängt. Oh na. Na, da nicht, na, alles okay. Du kannst ja sogar jetzt? Bei der Hornet, kannst ja sogar die S2 Points jetzt mit Gatlings bestücken. Oder die S1 auch. Ja, das ist aber. Das ist die S1 ist ein Schwachsinn. Also ich wäre ja nur voll die Gnecke drauf. Nice. Aber kommst du so vor oder bewege ich mich nach unten? Jetzt muss ich da irgendwie reinglitschen. Also im Perry hat sehr gut gefallen, euer Last Man Standing. Ach Gott, super. ML ist. Jetzt hast du es reingeschafft. Gut. Ja. Dann mach ich mal zu. Ist nochmal schnell entschieden. Ist doch cool. Frage. Bitte. Jetzt ist das cool. Gericht mit den Systemen overclocken und dem ganzen Kram, was jetzt drin ist. Gibt es irgendwo eine Anleitung, was die ganzen Schiffsmenüs jeweils bedeuten, beziehungsweise was man nur einstellen kann, oder ist das mehr so ausprobieren? Nee, also wenn du willst, können wir gerne mal so ein bisschen Training machen. Kann ich dir gerne mal erklären, was das alles für Dinger sind, was das bedeutet. Aber ein direktes Tutorial gibt es noch nicht. Okay. Aber es hat alles seine Funktion und ist auch alles gut so, dass man diese ganzen Display-Funktionen aktuell schon hat. Aber wie gesagt, können wir gerne mal machen. Gehen wir am besten in Freeflight, dann stört uns kein Schwein und dann erkläre ich dir das gern. Alles klar. Also die Aurora hat ja schon so einen Charme, gell? Ja. Ich mag die Aurora. Ich mag die Aurora, ja. Wirklich. Ich werde mir jetzt dann irgendwann aus dem Buyback die LX zu erholen. Jedenfalls. Das ist doch mal eine Abwechslung von hinten so immer zuzuschauen. Ja, das ist echt ein schöner Gleiter auf jeden Fall. Ja. Was meinst du? Aber sorry, wieder Hashtag schwule Comments heute. Ne? Das ist ja schön von hinten. Ja. Ja, ich musste mal anfangs so, wenn ich mit der gelandet bin, dann musste ich immer noch so 2-3 Blicke drauf werfen so. Wegläuft. Bei der Aurora? Naja. Wie fliegen die Zigarre? Hast du nur eine Aurora oder wie? Oder hast du eine andere Schiffe? Genau. Nee. Also ich leg mir jetzt demnächst eine Freelancer mal zu. Sehr cool.
Achso, willst du die dann upgraden oder? Nee. Kaufst du das so? Ja. Also wie wenn du ein LTI-Token willst, also mit Lifetime Insurance, dann sagst du mir vorher Bescheid, dann kannst du es von mir haben. Jo. Ja, ich mach das eigentlich, ums Spiel zu supporten. Sonst würde ich da schon die Aurora. Ja, das brauchst du uns nicht erzählen. Also wir haben alle viel zu viel drin. Wollte schon sagen, letzte Kaufentscheidung war erstmal die Starlet. Damit habe ich genug Support. Also wenn du wirklich, wie gesagt, ich sammle mich hier regelmäßig so Lifetime Insurance Token, und wenn du mal welche brauchst oder so, einfach mir Bescheid sagen, dann kann ich dir die. Ich habe die ganzen X1, habe ich noch saumäßig viele. Und wenn du da welche brauchst. Auch noch mehr als genug. Genau, also. Weil sonst, also nicht, dass du jetzt einfach nur die Freelancer aus dem Store holst, weil dann hast du einfach nur 6 Monate Versicherung. Würde ich nicht machen. No. Hol eine LTI und fertig die Geschichte. Du supportest damit ja weiter. Das geht darum halt nur, dass du später halt die komplette Versicherung hast, ne? Weil ich weiß nicht, ob du das gerade verstehst, das, ne? Alles. Ja, die LTI. Ja, das ist klar. Ja, weil, ne, wenn das halt update. Es tut mir leid, ich kann nicht bremsen. Hä? Mach doch aus. oder zieh doch hoch einfach das Schiff. Gospo, hast du der Helmlampe zufällig an? Das ist die Liebe, okay? Ist es die Helmlampe oder ist es das Licht von der Dragonfly? Das ist das Licht von der Dragonfly. Nee, das ist die Helmlampe gewesen, boah, das war ja geil, hey. Es gibt voll die Schatteneffekte hier. Achso, deswegen so auch über dem, ne? Ja, siehst du das hier? Im Stream kannst du es relativ cool sehen. Ja, sehe ich doch, ja, wenn ich raus. Die Aurora bringt dir. Lust. Es ist genau. Ich flieg gleich so, dann sehen die nämlich nur die ballernde Schnauze. Jetzt mach ich die fertig, Gospel, hä? Was sagst du jetzt, hä? Ist auch cool, ich lieg hier gerade im Bett. Kommando. Weißt du, man kannst du einmal bitte kurz drauf gehen und mal gucken, ob du ob die Waffen gimbelt bei dir sind. Willkommen auf Jela. Wie gimbelt? Die hat gimbelt Waffen, die hat doch Fixwaffen, oder? Eigentlich müssten die, das an den Seiten, weiß ich nicht, die müssten ein bisschen leicht gegimbelt sein eigentlich. Echt? Ja, aber ich habe momentan leider Weapon Fix. Du musst von der anderen Seite aufsteigen. Ich möchte nur wissen, aber ich glaube, die hat doch keine Gimbals, Gospo. Rechts bei. Die hat doch Fixwaffen. Ach genau, das muss ich wieder. Genau, von hier. Die hat doch keine Gimbal. Guck mal, ich habe die jetzt gerade aber gefixt, weil das an der Seite, die sind, ich sag dir ganz ehrlich, du kannst nämlich vorne so ein bisschen zielen noch in dem Bereich, ne? Weil du kannst die Dragonfly ja auch nicht nach oben und nach unten. Geh mal weg. Ja. Du kannst ja eh nicht schießen, ist ja was. Ach, da muss ich immer kurz wegfliegen. Muss mal gucken. Also ich hab, wie gesagt, eigentlich meine Waffen gerade leider gegimbelt gehabt, also die Gimbal-Locks drin. So, jetzt sehst du mal. Tatsache ist ein Gimbal. Ja, passt, ne? Ja, läuft. Siehst du? Dragonfly for life. Und cool, ne? Mit dem. Aber du kannst jetzt keine Size 2 drauf machen, das war da mega. Size 2 auf der Dragonfly, 2 noch dazu. 2 Size 2 fix, boop. Bodenclub, Maschinengewehr. Oldschool. Hast du die Size 2 Gatlings drauf? Danke für das Test. Ja, ich, bei mir übernimmt er die leider nicht in den Optionen. Die Einstellung. Wo hast du die Size 1 Gatling her, Alter? Ich hab die gar nicht drauf, aber du kannst die auf Port Olli Sack kaufen für 3-1. Für ja, 3-1. Genau. Yellow Jacket heißt die. Ja, Mann. Sogar passend hier. Und du hast leider keine Yellow Jacket. Ich finde die Yellow Jacket ein bisschen cooler. Als Schalker möchte ich kein gelbes Fahrzeug fahren. Okay. Ich kann nachvollziehen als gebürtiger Gelsenkirchen. Oh Gottes Willen, Schalke, hey, ohne Schmarrn, da muss ich immer sofort an den kotzenden Fan denken. Ich komme aus dem scheiß Rover nicht raus, kann mir jemand helfen? Der ist nicht mehr Zeit. Natürlich, ich schieße dich einfach ab. Da höre ich so einiges drüber, mein Best. Bist du. Bitte die Tür aufmachen, bitte. Geht irgendwie nicht. Warte mal, ich komm raus. Seid ihr schon bei uns hier auf? Ich raus, weil ich noch auf dem Pad oben bin. Oder? Jetzt warte mal. Inge muss mir die Tür aufmachen. Ich komm. Ich werde hier sterben. In einen Rover.
Aber bist du das da drin? Ja, ich komme nicht raus. ich klemm zwischen den Dingen. Ja, ich sehe nur den Radio FM. Mein Rett ist unterwegs, yay. Hat irgendjemand hier eine Idee? Hat irgendjemand hier vielleicht eine Idee? Danke! Hey, Full House Party! Jungs, ich wollte mal fragen, hat jemand vielleicht eine Idee? Ich hatte die Waffen gerade gimbal-locked, wie ich den Gimbal-Lock rauskriege. Wenn du ihn wieder rauskriegst mit Escape und dann Gimbal-Lock. Ja, habe ich ja schon. Und das macht er nicht, oder wie? Nein, das macht er nicht, das nimmt er nicht an. Du musst mal schauen, es gibt, vielleicht musst du einen Hotkey belegen können. Du hast früher, was immer, Alt-GRJ hast du ja früher Gimbals fix und Dinge schalten können. Muss man schauen, ob das noch belegt ist aktuell. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Ich hoffe jetzt, dass sie endlich mal dieses Rework für die Hornet-Serie reinbringen. Ja, Mann. Was, die Hornet gibt auch jetzt Rework? Ja, musst du mal googeln. Hornet Mark II, die haben es vor einem, ich glaube, die haben es vor eineinhalb Jahren sogar schon vorgestellt, das Rework. Schaut mega geil aus, ohne Scheiß. Richtig cooles Schiff. Alle Hornets kriegen das. Auch die Super Hornet. Und angeblich, jetzt pass auf, das soll dann so sein, es gibt dann noch immer die jetzigen Hornets und es wird die Mark II geben. Weil die, das hat zumindest Chris Roberts damals gesagt, die soll es parallel geben. Und dann finde ich es halt cool, dann habe ich nämlich einen Oldtimer, den ersten. Weil dann behalte ich nämlich meine Super Hornet und habe dann noch eine Mark II auch noch. Hm. Okay, wo seht ihr die Bilder? Oh, Alter, das schaut wirklich geil aus, hä? Ja. Gibt's ein Video, glaube ich, so 2 Minuten oder irgend sowas, wo du das ein bisschen fliegen siehst. Das haben sie, glaube ich, für Squadron 42 gebraucht. Schau, so ein kleines Video. 2015 oder so? Seid ihr alle noch auf Jela? Ja. Ja. Wir warten bloß, ob es weitergeht. Okay, sehen nur noch Weißbiermann auf Jela. Da kommt man. Da. Richtig aggressiv, das Teil, hä? Habt ihr eigentlich zurzeit auch keine Questen? Wenn du das jemand abschließt, dann kriegst du es nicht. Also, der Server ist schon ziemlich alt, wie es ausschaut. Ich hab jetzt gerade nur Black Spock Discovery. Ja, genau, ich auch. Das ist komisch in letzter Zeit. Warum sehe ich ja nicht? Ich sehe nur weiß, wenn mein Barcode mal nichts. Ich fahre mal zum Gospel. Das sieht auch cool aus, wenn man hier so ein hinten im Laderaum steht. Ja, auf jeden Fall. Das soll auch hinterher mal richtig was können, das Teil, ne? Ja, theoretisch 4 Mann plus einer am Turret kann das Teil mitnehmen. Jeha! Der Odin. Hey, was geht? Setz euch ruhig hin. Willst du auch mal fahren? Danke. Ich kenne die ja. Ich find Rover Battle generell richtig cool. Hätten wir, wenn wir 8 Rover mal hinbekommen, dann würde ich gerne mal 4 gegen 4 und so Dinger machen. So richtige kleine Panzerschlachten mal durchexerzieren. Willst du mal fahren, Superfly? Dann kommt so. Ja. Ja. Ich mein, wenn du kein anderes Fahrzeug hast. Da denke ich noch nicht. Noch. Willkommen in Vietnam, okay. Superfly. Ich bin der Stiefsarsch, doch. Na dann, Radansteuer. Weiß auch nicht. Ich muss erstmal den Sitz finden, Sergeant. Das heißt Stiefsarsch. Gutblast sehe ich noch in der Nähe. Bei uns. Nice. Da kommt mal nicht.
Weißbiermann, Dospo und Gublas. Mit 5 kann, mit der 5 kannst du die Scheinwerfer ausschalten, wenn du willst. Habt ihr den auf dem Schirm, den Gublas? Den wen? Den Gublas, der ist bei euch in der Nähe. Nein. Gublas, ja, sehe ich mit einem Lancer. Sollen wir den überfallen? Ich wünsche noch einen schönen Abend, hat Spaß gemacht. Ja, danke, wünsche ich ebenso. Bis dahin. Ich habe hier eine 600D, habe ich hier am Schirm. In auf 8000 Meter. Ach, genau, das bist du. Aber den Gublas halt, der ist halt. Von mir aus gesehen, das ist ein Sprung, Alter. Aber cool. Obwohl ja, da eigentlich alles so. Das ist echt cool. Gut auch noch dazu. Warum seid ihr alle so schnell wieder da? Ja, ich bin Speedy Gonzales, Alter. Die Solarpaneele habt ihr gerade gestern aufgestellt. Das ist cool. Kannst du weiterfahren? Ach, klar. Da schießt er auf uns. Danke. Ach genau, und hier ist die Freelancer. Ich denke, der kauft bloß einen, das ist alles gut. Ich kann ja sicherheitsweise einfach mal ein bisschen begleiten und wenn er irgendeinen Scheiß kommt, macht, Ball er nicht wettig. Ja? Ah, okay. Ich schaue mir den Rover mal mehr genauer an. Ich glaube, dein Computer, dein Vordersystem, das ist glaube ich die Ventilatorsteuerung, zwei Waffenhalterungen. Das sieht auch cool aus. Vier Sitze, vier so Klappsitze. Ja. Eventuell, weil das sind ja Klappsitze, kannst du ja auch Fracht eigentlich mitführen, ne? Wenn so ist es. Hochklapps. Ja, ja, du kannst hier so mit der Hand so kleine Kisten einladen, das ist überhaupt kein Thema. Cool. Kann man die auch irgendwie nur usen, kann man nicht hochklappen. Nein. Vielleicht kommt es ja noch rein. Aber wie du siehst, hast du seitlich auch noch eine Tür. Und wenn du den Laderaum vorlässt, dann ist man schon hinten rein. Weil dann könntest du theoretisch hier nochmal so ein Bike reinfahren, oder? Ja, das ist zu groß, glaube ich. Das ist zu groß, haben wir natürlich alle schon probiert. Macht natürlich auch keinen Sinn, dann spielt es auch was stirbt man, gell, oder? Hier? Jetzt schauen wir dieses Prachtstück an, oder? Das pimpen wir jetzt. Jo, der Perry ist mal weg für heute. Bedankt Perry, für den Stream. Dann geschmeidig, ja. Perry. Auf Wiedersehen, Perry. Da kommen wir da Rüstungen her. Sieht echt cool aus, das Teil. Ja? Ja, kommen da noch Raketen hinten oben drauf, oder? Nee, hinter dem Geschütz. Dann wärst du Urpower schon, ich denke mal, das wäre dann so eine Art Halbkettenfahrzeug, so ein Halbpanzerfahrzeug. Mit einer Rakete noch so. Ja, gut, komm. Panzer ist es noch keiner, da ist zu viel Glas alle. Dran. Beweg dich nicht, da sieht sie dich nicht. Das ist gut. Nicht bewegen, nicht bewegen! Bewegen. Da sieht sie dich nicht. Okay, sobald der aussteigt. Ihn voll in die Eier. Ein Außerirdischer. Willkommen. Willkommen. Wo, was? Er kann zumindest tanzen. Naja, er hat irgendwie einen Schritt zur Seite gemacht. Wo, Alter, na, was sind das? Du hast ja hier, du hast ja hier auf jeder weniger Schwerkraft. Alter, genial. Deswegen auch vorhin der Jump, nie, weißt du, dieser Zeitlupen-Jump. Kampf. Die fahrt mit einer 600i, Alter. Hey, Mann, Alter. Guck dir das an, wie nah der herkommt. Das war ein Mordsteil da oben. Warte, mit so einem Bett. Aufpassen, ein Stück schaffe ich noch vor mir jetzt. Aufpassen vor mir. Okay. Noch ein Stück geht doch. Komm schon, noch ein paar Millimeter schaffst du, komm. Noch ein paar, komm schon. Ich muss nach rechts ins Titschen. Alter! Mein Rover! Der Rover zittert! Runter von meinem Rover! Ja, okay, hoch! Nächster Versuch, warte. Also hier ist mehr Platz. Hier rechts ist mehr Platz. Aufpassen unter mir. Du hast gerade dein Luxusbett in den Rover gerammt, fast. So. Und jetzt knallt er gegen meine Aurora. Hast du was gegen mich? Hier, ich spring mal auf. Ich auch. Hey geil, flieg mal hoch. Zieh mal die Nase hoch. So geil. Hey, bewegt euch mal nicht, vielleicht könnt ihr da stehen, das wäre der Wahnsinn.
Quantum Drive hier. Geh, komm jetzt, flieg mal zu. Ey, flieg mal zu. Flieg mal zu. Ey, ohne Scheiß. Kampfdekolte, flieg mal zu. Was soll ich machen? Flieger mal voraus. Flieger mal geradeaus, voraus, ob's runterfallen. Der weiß nur, Mann, der macht mir Angst. Ich weiß nicht, wo meine Nase endet. Nee, zieh mal deine Nase nach oben. Der Radio FM, der ist auf der linken Seite, auf der. Schau mal in der Außenansicht, dann siehst du es. Wir sind auf deiner linken Seite. Jetzt flieg einfach mal los. Hallo. Flieg einfach mal los. Komm, gib mir mal Schub. Nach vorn. Wow, oh, da fallen sie runter. Das war's für mich, Leute. Ich hab's überlebt. Ich ziel auf die Container. Ich ziel auf die Container. Ich hab's geschafft. Ich lebe. Wo bist du? Ach, der Umsteher. Ah, nice. Der Umsteher. Jetzt sind wir in einem Club. Wir sind 800 i runtergesprungen, überlebt. Also ich hab ein bisschen Leben verloren hier. Achso, Medipen? Aber ich glaube, wir haben es auch überlebt wegen der Schwerkraft hier, weil die ein bisschen. Bist du rot unten oder genug gelb? Nee. Alles gut? Nur ein bisschen. Ja, alles passt. Wenn was rot ist, blutest du aus. Genau, deswegen. Ich halt mal alle drauf, ein bisschen crampen. Ich muss kurz eine Frage hier im Chat beantworten. Hallo zusammen, kurze Frage. Wenn ich nur 3 Monate Insurance habe, kann es dann sein, dass ich mein Schiff verliere, wenn es zerstört wird? Nein, aktuell kann das nicht so sein. Später auch nicht, genau. Du wirst später dann die Information kriegen, du hast zwar keine Versicherung oder irgend sowas und also das sollte nicht das Problem sein. Also aber das Schiff was du bezahlt hast, wirst du effektiv nie verlieren. Das geht genau. Ausschließlich nur um die Versicherung und später wieder die Kosten ist, wenn dann wieder zurückzuholen. Aber wirklich verlieren wirst du nichts, was du mit echt Geld gekauft hast. Darum geht es bei diesen Käufen hauptsächlich, dass die damit werben. Jo. Ich glaube, das ist auch von dem her so, dass das später ja, wenn es Personentransporte gibt, dass du später eben dann vielleicht, wenn ein Schiff kaputt ist, erst so viel Geld verdienen musst und dann auf andere Schiffe angewiesen bist, dass du halt wieder fliegen kannst, oder? Nehme ich an. So. Nee, ich glaube, Arschschiff lassen sie die immer. Also. Hey, vielen Dank, kein Thema. Dafür sind wir da. Teebeutel, darf ich mal mit das Schiff anschauen? Das ist jetzt der 600i Tower. Das steht hier. Ja, lass uns mal die 600i anschauen, komm. Die Lanze jetzt mal. Ja. Okay, warte ich lang. Okay, Moment. Aber wo wir einen Rover reinfahren, geht der überhaupt rein? Ja, der geht rein. Normal. Moment mal, wo ist mein Rover? Wo ist mein Rover? Ah, der Rover ist weg. Nee, da steht er. Da steht er von meiner Hornet. Ey Mann, wer hat meinen Rover geklaut? Da von meiner Hornet. Der steht da von meiner Hornet hier. Steht da noch wie 1A geparkt hier. Und wir. So, einer muss mich dann einweisen. Passt auf, wo das Riesenteil hier runterkommt. Ey, muss halt aufpassen, weil irgendwo ist immer was unter mir. Ja, genau. Versicherung darf erst ab Release. Absolut richtig. Ja, ich glaube, da das wird nichts, oder? Hier ein bisschen weiter nach rechts von dir aus. Mit D, oder? Ja, perfekt. In meiner Erinnerung war es jetzt so fett. Perfekt. So, dann kommt und schaut. So. Mach mal deine Laderampe auf, Alter, ich komm jetzt rein. Genau, mach mal deinen Arsch auf. Da waren wir doch schon letzten Samstag einmal kurz drauf, ne? Ja, das kann sein. Kann ja sein. Komm schon, Lady, zeig mir, was du zu bieten hast. Das kann sein, Jungs, ich halte das ohne Alkohol hier nicht aus, ich muss ja echt... Komm. Ihr seid sehr leise, schreibt er. Teebeutel, runter mit den Höschen. Ah, bin dabei. Ist das hier ein Aufzug, oder was ist... Ist das hier? Einmal den Cargo Bay, einmal den normalen Aufzug. Müssen wir jetzt auf jeden Fall hier noch einen Rum Cola machen. Die Cargo Bay ist unten. Aber du kommst nicht drauf. Ja, der Aufzug kommt gerade runter. Hier mittig, Jungs. Ich brauche einen anderen Platz. Ja, du musst anders. Nee, du bist mit dem vorderen Fahrwerk auf den Stein gelandet. Das ist das Problem. Ah, oh, ja gut. Dann gehen wir mal weg mit dem Eiser Rover. So, jetzt hat. Nee, jetzt bist du mit dem mittleren auf dem Stein. Ja, der Aufzug ist halt noch ein bisschen zu hoch. Nee, weil der mit dem Fahrwerk auf dem Stein war. Oh, was passiert hier gerade? Du küsst den Boden. Was? Ich mach gar nichts. Du zerkratzt deine Scheiben. Was mach ich hier? Also die Scheibe zerkratzt, Alter. Warte, die backt gerade rum. Moment. Aha. Scheiße, Mann, ey.
Cosmo, hör auf, mein... Also an alle, an Chat, die wo hier Interesse haben, mit... Nein, nicht auf mich! Oh. Ich hab keine Sache, ich bin jetzt erst rocken, hey, kommt auf einmal runter! Ach, Entschuldigung. Also nochmal, an alle am Chat, die wo hier Interesse haben, irgendwann mal mit uns hier zu gamen, ihr könnt gerne uns beitreten. Um Gottes Willen, was machst du für eine Scheiße hier? Ihr könnt uns gerne beitreten. Einfach mal reinschauen. Isle of Hope. Du. Ich drück nix. Kommt zu uns, werdet Mitglied. Habt Spaß. Ist mir für euch noch im Chat, da könnt ihr mal ab und zu mal die Website für uns reinposten. Ich hab's wieder. Leck doch Pfanne, was war das denn jetzt, ey? Der ist viel da oben, ey, wechselt die drauf an. Also ich... Und ist die Schrammscheibe zerkratzt? Nee, alles gut. Muss erstmal auch das Bett nochmal ordentlich machen, wahrscheinlich. Ich hab keine Ahnung, was das jetzt gerade war, ey. Kann ich nicht sagen. Er steigt sein, Leute, ich nehme Köln. Bisschen durchgewirbelt. Ah, nice. Vor allem geht die Steine hoch. Mal schauen, warte mal, ich schau mal, ob ich das irgendwie machen kann jetzt hier. Kannst du auch die Seite offen lassen und so fahren? Ja, kann ich auch. Mach nur die hintere Tür bitte, so. Let's get. Jo. Ist wahrscheinlich hier irgendwo am Konsole, oder? Nee. Lautstärken-Mix. Auf der Tür? Einfach auf der Tür, ja. Ja, ich kann das irgendwie nicht. Ich krieg's nicht rein. Okay, warte mal kurz, ich schau mal, ob du. Jetzt hab ich unlocked. GZ. So, ich mach einfach mal jetzt. Jo, jetzt. So, da. Ich hoffe, das hat irgendwas bezweckt, dass der Sound jetzt ein bisschen lauter ist im Discord. Krass. Dass ja. Du uns besser hörst. Nochmal cooler. Jo. Willst du damit? Oder gehst du lieber zu Fuß? So, jetzt stehe ich, glaube ich, mit allem Farben. Nee, Quatsch, schon wieder vom Kackstein. Ja. Außerhalb ist auch Kacke zu landen hier. Ich glaube, wir müssen die irgendwo mal eine Fläche supporten. Scouten. Wo du landen kannst. Ich suche. Warte mal, da ist eine Fläche, warte mal kurz. Warte kurz. Alle vier Wagen. Backst du auch gerade irgendwie im Boden rum? Ich? Nee. Nein. Thor's Hammer, okay. Ist ist der Game-Sound so. Zu laut oder einfach Discord zu leise? So, jetzt bin ich auf dem Boden, oder? Ja. Ja, der Rampe ist noch immer so hoch oben. Oh ja, ist wie eine Frontfallwelt, der ist irgendwie ein bisschen verbuggt. Siehst du vor dir den Hügel, genau vor dir? Ja. Da kannst du landen, da geht's perfekt. Siehst du das? Da wo ich oben bin. Ja, das hat super hell hier, ich sehe gar nicht so viel. Ich stehe genau auf den Hügel, wo es perfekt ist. Oh verdammt, das hat einen Bremsweg. Das ist gerade in der Luft auf den Fels. Ist gar nicht so einfach. Warte mal, wenn du das Fahrwerk einfährst, bleibt die Rampe ja trotzdem unten, oder? Warte nicht, von mir mal aus. Der kleine Aufzug ist immer noch unten. Ah ne, der ist oben. Da bin ich wieder. Ja, jetzt ist perfekt, aber du bist Mensch. Okay, ich versuche jetzt irgendwie. Ist echt perfekt. Versuch den so zu halten. Jetzt. Jo, von hier. Fahr hier. Ja, hinten geht's nicht. Vor der Hammer. Tut mir leid, wenn wir ein bisschen zu leise sind. Aber. Ich schaue das mir morgen mal an. Ich finde es jetzt nicht auf die Schnelle. Vorne, bitte. Aber danke für den Tipp. Du hast kein Fahrwerk draußen. Ich weiß. Kampfdebeutel, du hast kein Fahrwerk draußen. Ich weiß. Das ist doch ein Plan. So, ein bisschen runter. Noch ein bisschen. Geht so, perfekt. Ach, da klettert er sich rauf. Ich besteige ihn. Ah, nice. Na, bitte, das ist aber nicht bisschen runter noch. Ach, jetzt halten. Jetzt bin ich irgendwie im Fahrzeug. Oh, verdammt, ich rutsche weg. Komm mir noch ein Stück, komm, ein kleines Stück. Jetzt fass hoch. Ich
stecke hier fest. Also ich bin hier drauf, fahr den Aufzug hoch. Oh Scheiße! Jetzt bin ich im Fahrzeug, ey! Ich sterbe! Es hat geklappt! Was geht hier ab? Boah, voll verbuggt. Ich wurde voll weggestoßen. Okay. Hilfe! Also ich hab's geschafft, der Rover nicht. Ich bin am Boden. Ich stand auf dem Aufzug und das Fahrzeug ist durch mich durch den Aufzug. Irgendwas passiert da. Ich weiß nicht, was passiert. Also es läuft auf einmal im Fahrzeug. Es läuft auf jeden Fall jemand hier in der Ding rum. Hey, wer ist das, der wo hier vor mir läuft? Radio, komm mal schnell zu. Entschuldigung. Weißbemann. Ja. Weißbemann, komm mal bitte schnell zu mir, zu Radio FM und mir. Hier, stoß den mal bitte von seiner Oberseite aus einmal kurz an. Ach nee, du bist in der Origin drin. Ich bin in der Origin drin, aber das ist ja kein Problem. Das kann unser Kampfdeportal mit seiner Origin machen, weil dem sein Frontschreibe eh schon verkratzt ist. Anschubsen, wer soll ich anschubsen? Der vorne im Radio. Mal gerade schubsen bei uns. Ja. Ich blinke, okay. Der Typ, der blinkt. Ja, warte, mein Scheinwerfer funktioniert nicht. Okay, ich schubse dich mal dezent an. Nicht von da, nicht von hier. Stopp. Andere Seite. Bisschen hier höher. Hier drehst du den aufs Dach. Ja, das ist was, müsstest du zu einer Schildkröte hingehen und sie absichtlich umstoßen. Du musst der Schildkröte aber helfen. Wir können nicht navigieren hier. Wir sind ja direkt ein Stockwerk unter dir. Höher. Ihr beide seid beim Bett? Und jetzt so. Ich gehe noch nicht richtig weiter. Ja. Ein bisschen runter. Ein Stück weit. Der muss jetzt hören. So, jetzt genau. Und jetzt stopp ihn mal an. Nochmal ein bisschen höher. Oh, das auch zu mir. Jetzt, perfekt. Jetzt nach links rüberziehen. Yay! Nein! Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Oh mein Gott, Leute. Irgendwas ist los. Ey, ich bin hier jetzt. Oha. Was machst du da? Ich weiß es nicht. Das Ding bewegt sich von selbst. Oh Mann. Nochmal anstupsen. Ja, bitte. Er kostet okay. Richtig diese realistische Physik hier. Ich bin bereit. Aufpassen, Dennis kommt. Ja. Ganz. Oh, da war ein Stein im Weg. Ich wollte gerade sagen, das war ein Alter. Wollte ich den Stein halten? Nicht so volle Pulle. Jetzt, na. Jetzt da. Mach nur leicht anticken. Max bei mir. So volle drei Pulle. Felsen. Ich glaube, das Fahrzeug ist verpackt, ich kann es vergessen. Es ist verpackt, ich vergieße es, ich steige aus. Nein, noch nicht, warte. Oh Scheiße! Warte einfach. Oh nein, ich werde sterben, Leute, das Ding fliegt auf mich hoch! Oh mein Gott! Schnell, steig auf, dreh dich um, steig auf. Schnell, steig auf, bist du drauf? Wir kommen in Vietnam, weg hier! Ist ja, bevor es aufkommt, fliegen wir weg. Bam, Hollywood! Wo sind wir hier bei Austin Powers? Ich claim das Ding und hol's wieder. So, vor allem weißt du, was das ganz miese ist, hier in der 600i. Wenn ihr den Piloten von der 600i so richtig ärgern wollt, dann macht's einfach das hier. Mir egal. Danke. Ich bin trotzdem weg. Auch wenn nur die Hälfte ist, ey. Ich hab zum Glück 10 Medipants gekauft, Tipp Nummer 4 übrig. Ja. So ist es. Das sieht so gar nicht blöd aus. Wenn langsam mal wieder hell werden hier. Ja, wirklich. Die 600 ihr sind keine Scheinwerfer. Auf Exit Ship G hier Aufzug. Dann fallst du aus dem Aufzug raus. Diesmal schaffen wir es, Beutel, oder? Diesmal schaffen wir es, oder? Ja. Ich kann auch ganz oldschool einfach auf dem Landingfeld landen kurz. Ach, ich hau mich jetzt hinten an die Bar und bis auf mich. What? Das kannst du auch? Ja, könnte ich, aber ich habe halt gedacht, sieht doch cooler aus, wenn man auf Stein landet. Dann machen wir es. Okay, wir machen. Ach, oh, jetzt ist es mal, wer ist denn das? Ich wollte auch gerade hin, aber ich finde die irgendwie nicht. Ja, komm mit mir. Ich zeig sie dir. Den habe ich die ganze Zeit an Bord eigentlich. Weißt du, wer man ist noch? Ja. Weißt du, wer man ist da? Und wen habe ich noch an Bord? Ja, bei mir gehen die Türen irgendwie nicht auf. Hier, schau, du bist bei mir. Kannst du mal nochmal kurz. Jetzt komm her. Ah, jetzt. Oh Mann, der Dreckstyle macht die scheiß Tür auf.
Da musst du immer ein bisschen warten. Gehst du auf? Jetzt. Türen gehen bei mir irgendwie nicht. Werde ich so das Claimen bei dem Gerät dazu weh. So, willkommen in der Bar. Diesmal schaffen wir es. 600 i, ich bin bereit. Ich gleich auch. Ich sehe nur noch nichts, weil es halt so dermaßen hell ist und so strahlt, dass ich eigentlich gerade mit einer dunkel vorne nichts rausnehmen kann. Ja, du bist gerade über einer Laterne, also da kannst du... Genau, da geht's rein in die Bar. Aber ich sehe gar nichts, das hat es so dermaßen am Strahlen. Ja, das sollten sie wirklich so einstellen, dass man es einstellen kann, ob man es halt aufläuft oder nicht. Hm. Und die Landingpad eigentlich rot? Kann ich dir überhaupt beantworten? Nee. Nee, du kannst einfach drauf landen, scheiß drauf. Mach's einfach. Oder irgendwann ist der Konfer oder so. Was möchten Sie denn trinken? Guck mal, jetzt auch grüne, rote und blaue Erdnüsse. Ja, die sind ich glaube, das sind keine Erdnüsse. Haben Sie so etwas vorrätig? Oh, bei mir kannst du ein Weißbier haben. Lass mich raten. Schmalz vom Namen. Schmelz. Sorry, ich muss mir das jetzt anschauen, wenn der Radio FM mit seinen wahrscheinlich 100 Promille wieder versucht, den Ursa Robber hier reinzufahren. Ich sehe gerade noch nichts runter mehr. So hell. Also. Bisschen, dein Popöchen nur nach links ein bisschen. Mehr nach links mit dem Popöchen. Mehr nach links. Links, 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 links. Perfekt, stopp und jetzt runter. Oh yeah. Und ich fahre mit meinen Row again. It's on the road again. Oh, das Lied müssen wir jetzt echt einspielen, das wäre jetzt Wahnsinn. On the road again. Dann ist es normal, dass die Treppe so hoch rum ist. Ah, scheiß drauf. Hör ich schon die Turbomaschine des Ursa Rovers laufen. Da kommt er. Langsam besteigt der Ursa Rover die 8600i. Noch ein Stück. nach links lenken. Boah, ist das geil hier. Ich rutsch weg. Wieso bremst der nicht? Schau es an. Schau es an, siehst du das? Ich geh voll ganz nach hinten und der rutscht weg. Oh Scheiße, nicht schon wieder! Ja, ich drück dich jetzt rauf, das passt schon. Okay, ich bin drin, wir haben es geschafft. Ja. Gut. Naja, drin ist was anderes. Ah ja, jetzt bist du drin. Aber du steckst irgendwie ein bisschen in der Verkleidung drin. Das was, ich steig einfach aus. Treffen wir uns hier beim Billardtisch, oder? Ich mach die Power auf, dann funktioniert es wahrscheinlich besser. In das. Ein Serverraum hat's hier auch. Ja, irgendwie muss das Gerät irgendwie funktionieren. Was ist hier? Da stehen wir drin. Sind alle hier drin, bis auf Gospo, wa? Jetzt ist wieder zu fern. Hey, wir könnten aber Cargo kaufen. Mich würde interessieren, wo die Cargos dann hinkommen in dem Schiff. Hey, Radio, soll ich dir was zeigen? Ne? Das ist ja hier der absolute Bumsraum, weißt? Und das Krasseste ist, die meisten wissen nicht, dass es hier noch einen versteckten Raum gibt. Hier. Was? Im Schlafzimmer. Ja. Was? Da. Alter! Und dahinter ist noch die Dusche. Was? Alter, ist das geil. Meine Beine bluten. Wieso bluten meine Beine? Ein bisschen niedergeschlagen. Aber das ist ziemlich cool, gell? Das wissen die wenigsten, dass eigentlich das Captain's Quarter ein eigenes Bad und Klo hat. Alter, ist das geil. Hast du nicht gewusst? Nein, ich hab nicht gewusst. Bei der PTU habe ich es überhaupt nicht gefunden oder sonst was. Oh Mann. Ziemlich cool, gell? Versteckte Tür. Haben es aber echt cool gemacht, finde ich. Siehst du nicht auf den ersten Blick? Also ich bin auch lang vorbeigelaufen. Scheißen geht, gell? Ja. Es ist nur Knattern in der Wand. Fliegt ihr jetzt weg, oder? Ich sehe mich nicht in den Spiegel, ich bin ein Vampir. Ich weiß nicht. Irgendwo fliegen wir auf jeden Fall hin. Ich glaube, Richtung Sonne. Einfach nur so eine Runde. Hier, ich gebe dir mal Schuhkraft. Lass uns doch nochmal den Gospo einsammeln. Ja.
Ich habe nämlich eigentlich auf dem Boden noch auf die Revanche gewartet, wie sie angekündigt worden ist. Angekündigt hier, großkotzig. Ist halt auch dunkel. Ja, die 600 ist natürlich ein Transporter. Das ist halt ein Luxustransporter. Ich glaube, da in der Mitte, oder? Wird die Fracht sein, da wo das, wo der Aufzug auch ist. Ja, mich würde es mal interessieren. Vielleicht können wir mal was kaufen. Hast du ein bisschen Kohle oder wie? Kampf-Tippbeutel. Ich bin blank, das ist ein ganzes. Weiß, wie man hat genug Kohle eigentlich. Ja, aber ich habe kein 600 die nicht. Also ich habe wirklich genug Kohle. Bist du kein Subscriber? Nee, ich gebe kein Geld für sowas aus. Ich gebe generell einfach jeden Monat 50, 60 Euro aus. Da brauche ich nicht subscriben. Hast du recht. Jetzt muss ich mal schauen, ob die hinteren, ob jetzt das hintere Klo schon geht. Ob man jetzt da schon reinkommt. Was für ein Bett willst du nehmen, Alter? Schau, weißt du, man wartet auf mich. Ha! Jetzt geht's auf. Hey, da war ich auch noch nicht drin. Ja, komm, geh mal rein, komm, ich und du. Okay, jetzt. Baum, chicka, wow, wow. Baum, chicka. Das ist wahrscheinlich so eine japanische Toilette, die wo dann, keine Ahnung, die wo dann so eine saubere Arschsaftspülung macht. So, ich bin jetzt genau unter euch. Alter, Captain. Ich kann dir auch das Geschütz nehmen, mal mit dem cool. Captain hat die geilste Koje von allen. Schon, gell? Ja, und wenn du bemerkst, was der alles hat, nämlich wie geil das ist, Alter. So, jetzt warte mal, ich werde den Captain Gospo empfangen, höchstpersönlich. Halt, aber ich werde. Genau, aber ich werde die Rampe vom Ursa Rover nicht runterfahren, sonst fällt der raus. Gospo, weißt du mich ein bisschen ein, wenn wir tiefer sind? Irgendwas ballert hier schon wieder. Einfach. Oder soll man es riskieren, dass man dem Gospo seinen Dragonfly noch mitnehmen? Das kann man ruhig machen, ich meine, wenn man Robo irgendwie nicht so schnell kein Kratzer, denke ich mal. Bedienst du da oben das Geschütz, Kampfteebeutel? Nein. Er fliegt das Gerät. Ah, okay. Aber das sind auch da zwei Guns, stopp, oder? Stopp, ja. Und unten nochmal raus, was, ne? Ich schieß mit dem oberen Torret und den beiden meinen Waffen. Hört mal auf zu schießen, ich will unten ein. Hallo? Chill mal, hallo? Nicht. Hallo, ey, jetzt schieß doch nicht auf mich. Hallo, jetzt schieß doch nicht auf mich. Cospo, hast du die was? Dragonfly dabei oder nicht? Ja, natürlich, ich stehe hier unten, ohne die Dragonfly wäre ich jetzt tot, weil der schon auf mich geschossen hat. Ich schieß gar nicht auf dich. So, ich fahr mal einen Aufzug runter. Macht, und da fällt der Ursa Rover runter. Nein, Ursi! Nein! Jawohl, der steht jetzt eigentlich so hochkant drin, das passt jetzt eigentlich. Wenn man es jetzt nicht. Ja, der sollte. Der Ursa ist das. Oh mein Gott. Jetzt warten wir Noch ist er drin. Noch ist er drin, ja. Jetzt warten wir nur, bis dass der Onkel Gospo kommt und dann. Die zwei sitzen im oberen Deck hin. Ein bisschen weiter vor. Jetzt hochziehen, Leute. Ja, warte, ich fahre einen Aufzug hoch. Scanning Station, wie schon. Komm. Ja. Ja. Oder? Nee. Gospo ist da. Der Rover ist draußen. Rover steht hochkant draußen. Nee, der steht ganz normal jetzt unterm Schiff. Der zittert ein bisschen wieder. Also bei mir steckt der Gospo auch in der Laderampe drin. Ja, aber voll. Okay. Auf Wiedersehen, Rover. Ja, den Rover lass mal auf, scheiß drauf. Auf nach Vietnam, Leute. Gospo, kannst du absteigen von dem Ding? Soll's hingehen? Soll ich's riskieren? Ja, klar. Ich würde sagen, keine Ahnung. Levski? Echt gerne, Levski? Grimhex? Da steht auf einmal ganz normal der Gospo. Das ist geil. Mir ist egal, ihr entscheidet, ich flieg nur. Ich weiß nicht, wer ist Chef? Nobody. Gospo, schau mal her, ich zeig dir auch den versteckten Raum, wenn du ihn nicht kennst. Selbst die Küche schaut besser aus, Alter. Da ist eine Melone, ja, genau. Alter, der Melonen. Bei der Richard und bei der Reclaimer kriegen sie dieses Fastfood-Ding, Alter. Das ist halt schon geil, oder? Melone. Er kriegt eine Melone, das ist auch mal hier ein Ziel. Ich wollte aber gesagt haben, war cool, dass ihr auf jeden Fall dabei wart, aber ich sag dann für heute, könnt ihr ja zocken, wie, also ne, ich will jetzt nicht mehr
wenn ihr wollt. Ja, ja, wir bleiben in der 600i und machen voll Party, Leute, kommt schon. Ja. Feel free. Warte, ich komme rauf. Ich bin beim Billardtisch, der spielen will, kommt runter. Ja. Der hat sogar einen perfekten Flatscreen, Alter. Ein Flat. Weißt du was? Ein Clouderschiff. Scheiß drauf, ein Clouderschiff. Ich bin schwarz, davon erwartet es man von mir. Also. Also da ich gehe mal einen Bourbon auf Eis trinken. Der. Weißt du. Pass auf. Komm mal zurück zu mir nach hinten. Pass auf. Die 600i hat zwei Bars, ja. Nein, unten ist eine Küche. Unten ist eine Küche. Ja, komm schon. Da kannst du ja, das ist für Spiegelei. Spiegelei mit Börm. So wie der Charlie Sheen. Ja, wie viel kostet der Börm? 18.000. Warte mal, ich muss die mal anschauen. Ich muss, wo ist denn der Radio? Das ist eine Führung, kenn ich auch. Ja, du bist ja. Du bist bei mir gar kein Farbiger. Der tarnt sich noch. Der tarnt sich. Was? Bin ich nicht braun? Na, bei mir nicht. Ich nehme mal einen. Ich kann mich ausziehen hier, oder? In den Schiff. Ich würde es nicht testen. Schau mal, probier's mal aus. Normal soll es funktionieren. Ich sehe dich jetzt gleich. Der erstickt. Okay, ich versuch's, Leute. Sonst holst du mich einfach ab. Also, unequipped. Ich kann hier nicht mehr aufstehen. Mit H nicht, mit F irgendwie. Ah. Def? Perfekt. Ne, mit H ging's. Geht das? Geht das? Hast du jetzt hier Sauerstoff? Ja, ich hab hier Sauerstoff. Ihr könnt sich Anzüge ausziehen, Leute. Fuck, geil, das machen wir jetzt halt. Was? Ja, es geht. Anzüge aus, Leute. Cosmo, komm her, das wollte ich dir noch heute zeigen. Scheiße, ich kann hier nichts machen. Seid ihr bei der Bar hinten, oder? Irgendwie kann ich, ich kann leider nichts hier machen. Lol. Ich hatte Blutverlust, bin gestorben. Okay, dann müssen wir ihn abholen. Der Radio of Everend. In den Beinen und der Radio of Everend halt echt mit seinem Monokel hier rum. Ja, oder was? Cosmo, guck dir das an. Schade, dass man keine Kniffe tragen kann, ne? Also, wenn man. Ja, genau, man kann keine Kniffe tragen, gell? Ja, das wäre halt jetzt echt richtig geil. Das wäre halt jetzt echt so geil, wenn dann hier der Radio of M vor ins Cockpit geht und sagt: Hey, Alter, wo ist denn hier? Geil, schade, die müssen da stehen. Ich bin ganz sehr erschrocken, Cosmo. Cosmo, wie schaust du gut, aus, ey? Du schaust aus wie... Endor, ich komm von Endor direkt, ja. Du schaust wirklich so aus wie so einer, der wo... Keine Ahnung, der wo bei uns vor der Haustür sagt, hey, hörst du mal den Mark? Ist gut, ja. Ich bin doch undercover, du. Heutzutage lassen sie wirklich jedes Gesindel in die 600. Sau lustig, ey. Ich kann's leider irgendwie... Ich hab leider voll den Bug, ich kann meinen Anzug nicht ausziehen, hey. Irgendwie ja, macht alles nicht. Ich kann. Ja, nee, du musst. Achso, den Anzug kannst du nicht ausziehen. Zieh einen anderen mal an. Also ich kann es im Stream anschauen. Ich hab das Menü gar nicht für unequipped oder irgendwas. Ich krieg das nicht. Achso. Ah ja, das ist wegen dem Relocken auch wieder. Ja, das ist genau. Wahrscheinlich wieder der Bug, genau. Der Lichtdatenbank. Ja, auf aber es ist halt echt richtig fett, wenn du so rumrennst mit Monokel hier. Das 600i. Ich könnte doch die schade, dass man keine Pistole halten kann. Die Golden. Doch, du kannst schon. Oh. Schönen Abend dir, ne? Gutes Nächte euch. Jo, ciao. Ja, gut, ne? Schön, dass du da warst. Bleib geschmeidig. Ob das hätte dann wirklich funktioniert von der 600? Der Radio, oder? Mit seinem Monokel. Ich bin ein Gentleman, okay? Setz dich hin, wir machen hier Timekino, Alter. Alle. Jetzt müssen wir es dann irgendein Schlampenporno laufen lassen. So einen Schiff brauchst du kein Haus, kein Scheiß, Alter. Da brauchst du kein Haus, was so ein Schiff. Du hast ein Flatscreen, eine geile Küche, Alter. Es wäre halt jetzt Wahnsinn, Gospel, wenn jetzt hier auf dem Flatscreen da dieser Kitzelporno laufen würde. Oh, Alter, das musst du mal reinschneiden, so, ja. Und auf YouTube stellen. Das müsste die echt machen, hey, mit irgendwie mit Magix und dann so, dann den Kitzelporno in der 600i. Der kriegt bestimmt viele Likes. Oder du machst sowas wie mit dem FBI. Kampf den Beutel.
Cosmo, ey, sexy, Mann. Das war's überhaupt nicht, Alter. Ist der weg, ey. Yeah, der Stripper ist warte da. Warte ab, der will ja tschüss. Oh mein Gott. Ich sehe das alles nur im Stream, die ganze Zeit. Das ist geil, ey. Ohne Scheiß, ich hau mich weg. Das sind alles nur Andeutungen. Pass auf, Alter. Was geht's los? Was sind die Weiber? Das Stripper ist hier. Dancing Bier. Das Stripper ist hier, yeah! Hey. Hey, that's wrong! You're sexy, baby! Ich kann nicht mehr, ohne Scheiß. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Wo ist das Superstang, Alter? Ich leg los für die Weiber. Jetzt warte mal, jetzt muss es eigentlich. Hey, Radio, geh mal mit. Geh mal mit. Geh mal mit, mein Schokomann. Stell ihn mal da auf den Tisch und tanz. Kann man tanzen aktivieren, oder was? Ja, slash dance, gib ein. Er bewegt sich nicht. Der im Chat muss das einschreiben. Einfach slash dance. Verdammt, er bewegt sich nicht. Jetzt hat er sich bewegt. Vor mir ist einer so Spotlight an, ich stirb. Die Sonne scheint, aber es ist Ripper. Jetzt halt, auf geht's runter mit der Hose. Ich stirb, ich kann nicht mehr. Ich kann echt nicht mehr. Ist das geil. Der erste Strip von Radio FM. In der 600. Ich mach mal wieder aus, ne? Nee, lass laufen. Okay. Ist das gut. Jetzt tanz, mein Schokomann. Ich kann nicht mehr. Ist das gut, hey. Gott, er hat getanzt, er hat direkt getanzt. Ist das hart, hey. Ist das hart, hey. Oh, Waffeluch. Fuck, hey, ich kann gerade nicht mehr. Ich wein. Ich wein, wirklich, ohne Scheiße. Ich fühle mich so sexy. Hey Radio, Radio, ich muss das auf YouTube hochladen. Ich verreck grad, ohne Scheiß. Was los, Leute? Ihr könnt doch gar nicht alle ausziehen. Ey, du musst hier langsam längs gehen. Ja, echt. Hast recht. Genau, gechillt. Yeah. Jetzt gehen wir ins Cockpit. Jetzt nerven wir unseren Piloten ein bisschen. Das ist der sexy Bus. Oh, I'm the sexy man. Ey, fuck, das müssen wir jetzt öfters machen. Ohne Scheiß, Cosby. Ich fordere jetzt einfach ein 600i Party Gaming hier auf. Wann kommen die Weiber ins, wann kommen die Frauen ins Spiel rein? Ja, ey, ohne Scheiß, dann kommt nur Mist raus, wenn die. Das, ich glaube, das ist genau der Grund, warum CLG keine Frauen nicht reinbringt. Oh yeah. I'm so sexy. Jemand einen Schokobären bestellt. Nein,
ist er das Supermodel. Jetzt stell dir vor, er tanzt. Oh, es ist geil. Ich stirb. No, what the? Tja, der Türsteher ist auch schon da. Oh, what the? Alles gar nicht mehr. Ich stirb, ey. Ich kann nicht mehr, echt. Oh mein Gott. Ich bin auch nicht mehr. Du sexy boy, Du sexy boy, too sexy. Es gibt den Piloten einen Lapdance. Oh mein Gott. Ich hab genug. Oh, ist das ich gut. Muss atmen. Ich muss atmen. Ist das gut. Oh, Moment mal, ich bin der einzige Nackte hier, merke ich gerade. Ja, ich kann, ich wie gesagt, ich habe einen Bug, ich kann es nicht ausziehen, ich würde sofort mitmachen. Oh yeah. So Leute, ich mache es einfach so, ich lock mich jetzt in Kampf, die Beutel 600 aus. Wie kannst du da eigentlich ins Discord die Musik so einspielen? Einfach nur mal ein Mikro auf Handy gehalten. Ich hab wirklich eine Karte. Gibt's eine Unterhose mit App auch? Oh, ist nicht eingefahren. Oh, verflucht, Alter. Das war jetzt was. Alter, ich muss das jetzt schnell, ich muss jetzt echt kurz Pause machen. Ich habe so Bauchweh gerade. Ich auch. Oh, verflucht. Jetzt pass auf, ich habe das jetzt beides aufgenommen und ich bin jetzt echt gespannt. Das lade ich jetzt auf YouTube hoch und nenne 600i Mailstrip. Ja, also ich biete Mädels wirklich was. Es ist saugeil, ich freue mich jetzt schon. Oh, Pablo. Ach, das ist eigentlich schade, wir haben jetzt echt so lange nicht mehr so viel Spaß gehabt. Also das ist echt richtig lustig heute. Oh, ich mache jetzt mal den Stream aus. Leute, für jeden, der wo hier war, danke fürs Zuschauen. Bin jetzt mal weg. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.